Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der Klimaclub der Gottschalkgasse. Wir wundern uns und sorgen uns über das Ausmaß der Verdrängung und Verleugnung der Klimakrise. Wir nehmen die nötige Aufklärung über die Klimakrise und die dahinterstehenden Ursachen nun selber in die Hand. Wir organisieren Vorträge, wir planen Aktionen und wir machen die Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrer und Lehrerinnen auf die Klimakrise und auf ihre Folgen aufmerksam. Dies ist unsere erste geplante Aktion. Es findet nun ein Vortrag statt, der aufgezeichnet wird. Ihr könnt im Nachhinein gerne Fragen stellen, falls ihr welche habt. Ihr sollt aber, ihr könnt euch zeigen, aber falls ihr dies nicht wollt, könnt ihr auch im Chat die Fragen stellen. Und wer mit seinem Namen genannt werden möchte, soll einfach seinen Namen dazu schreiben. Und jetzt würde ich gerne die renommierte Klimaforscherin, Frau Dr. Helga Komkolb, begrüßen. Sie ist Pionierin im Engagement rund um den globalen Klimawandel. Sie war und auch jahrelang Professorin an der BOKU, der Universität für Bodenkultur, und ist derzeit im Vorstand der Climate Change Center Austria. Herzlich willkommen, Frau Dr. Helga Komkolb. Vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, einen Vortrag zur Klimakrise und Wegen aus der Klimakrise zu halten. Gerne. Grüß Gott. Ja, dann freue ich mich, hier zu sein. Es tut mir leid, dass ich nicht physisch bei allen sein kann. Aber immerhin, ich finde es ganz toll, dass das so organisiert wird und dass jetzt auf verschiedenen Wegen unterschiedliche Schüler und Schülerinnen und Lehrerinnen dabei sein können. Ich hoffe, es klappt gut. Ich habe zwischendurch einige Fragen, die ich stellen werde. Ich weiß, dass ich jetzt nicht sehen kann, wie ihr antwortet und dass wir das nicht irgendwie wirklich abstimmen können. Aber es hilft euch vielleicht doch einfach einmal selber ein bisschen darüber nachzudenken, wie ihr antworten würdet und dann vielleicht euch bestätigt fühlt oder auch was dazugelernt zu haben. Ich teile jetzt einmal meinen Bildschirm und ich hoffe, dass den jetzt alle sehen. Ja. Ja. Gut. Also es geht um Klimawandel oder Klimakrise oder gar Klimakatastrophe. Und es ist überhaupt keine Frage, wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Und das sind natürlich besonders spannende Zeiten. Und es sind Zeiten, in denen Entscheidungen fallen, ganz wichtige Entscheidungen, wie es in Zukunft weitergeht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz bedeutsam, dass einem das bewusst wird. Die Zeit, die jetzt ist nicht dieselbe wie die Zeit, wo ich in der Schule war. Wie ich in der Schule war, da war irgendwie alles mehr oder weniger vorgezeichnet, wo es hingehen wird. Jetzt stehen wir wirklich an einer Entscheidung zwischen unterschiedlichen Wegen. Und das möchte ich zeigen oder belegen anhand von einigen Unterlagen und euch dann auch Mut machen, mitzuwirken dran, welchen Weg die Welt dann wirklich gehen wird. Das ist ein Bericht, der vor kurzem herausgekommen ist, über den Status des Klimas, des globalen Klimas im Jahr 2020. Und was man hier sieht, ist den Temperaturverlauf. Das fängt hier 1850 an und geht ja, bis zur Gegenwart. Und was man sieht, ist, dass da in den Anfangsjahren dass die Temperatur noch einigermaßen stabil war. Und jetzt spätestens seit den 70er Jahren ist ein ganz deutlicher Anstieg in der Temperatur zu merken. Und darum geht es. Es geht um diese globale Erwärmung, die ein Teil des Klimawandels ist. Und damit wir uns da gut verstehen, möchte ich am Anfang eine kurze Reise durch den Klimawandel machen. Wie schaut das da aus? Worum geht es eigentlich? Dann könnt ihr auch viel besser einordnen, was sonst noch so an Informationen heute oder auch sonst auf euch zukommt. So. Wenn wir hier bei diesem gelben Bild anfangen, ich bin nicht sicher, dass alle die Maus sehen, aber wenn wir bei dem gelben Bild anfangen, dann geht es darum, dass wir Treibhausgase in die Atmosphäre einbringen, indem wir fossile Brennstoffe, aber auch Biomasse verbrennen. Bei jedem Verbrennungsvorgang entsteht CO2 unter anderem, sehr viel Wasserdampf auch. Und diese CO2-Emissionen, die sammeln sich in der Atmosphäre an. Die Konzentration in der Atmosphäre steigt und diese steigende Konzentration führt zur Erwärmung. Wir kommen dann noch einmal darauf zurück, da habe ich jetzt einen wichtigen Schritt ausgelassen, aber auf den kommen wir noch, führt zur globalen Erwärmung. Und die globale Erwärmung, die führt dazu, dass sich alle anderen Klimagrößen oder Wettergrößen, wie immer ihr sie nennen wollt, also Niederschlag,
ob Schnee schneit oder regnet, ob es viel oder wenig schneit, regnet, woher der Wind weht, wie stark er weht. Das alles ändert sich mit der Temperatur. Das heißt, das Ganze nennen wir dann Klimawandel. Und dieser Klimawandel hat Konsequenzen, hat Folgen für die Natur, hier als große Eisschilde dargestellt. Das kann aber auch der Wald sein, das kann die Tierwelt sein, hat Auswirkungen auf die Natur und auf die menschengemachten Systeme. Hier Beschneiungsanlagen und damit der Wintertourismus dargestellt. Aber es gibt eigentlich keinen Bereich in den Wirtschaftssektoren zum Beispiel, der nicht vom Klimawandel betroffen wäre. Und natürlich sind auch die Menschen betroffen. Wir wissen inzwischen, dass es in Österreich im Schnitt mehr Klimatote, Hitzetote gibt als Verkehrstote pro Jahr. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Mensch nicht nur das Opfer des Klimawandels ist, sondern dass er auch die Ursache ist. Und das ist hier dargestellt. Es geht einerseits um die Anzahl der Menschen und andererseits darum, wie die Menschen leben, also um ihren Lebensstil. Denn das, beides, verursacht letzten Endes die Emissionen. Und dann sind wir dort, wo wir angefangen haben, bei den physikalischen Ursachen für den Klimawandel. Aber neben diesen physikalischen Ursachen des Verbrennungsprozesses gibt es eben auch die Treiber. Und das ist die Zahl der Menschen und das ist der Lebensstil, den wir leben. Wenn wir uns das jetzt ein bisschen näher anschauen, diese Frage, dass die Konzentrationen steigen, da stellt man sich natürlich die Frage, wieso steigen die Konzentrationen? Und das kann man sehr gut mit einer Badewanne vergleichen. Das, was sozusagen oben bei der Badewanne hineinrinnt, das sind die Emissionen, die wir in die Atmosphäre einbringen. Und das, was die Natur aufnehmen kann, das sind das ist der Abfluss hier, das sind die Senken. Und die Konzentration in der Atmosphäre, die ist dargestellt durch den Wasserstand. Also was hereinrinnt, sind unsere Emissionen. Was in der Atmosphäre dann vorhanden ist, die Konzentrationen, ist der Wasserstand. Und es gibt auch Senken, wo die Natur wieder Treibhausgase aufnimmt. Und das entspricht dem Abfluss. Vielleicht gleich einmal eine erste Frage an euch. Emittieren wir derzeit mehr, als die Natur aufnehmen kann? Das heißt, haben wir den Wasserhahn oben stärker aufgedreht, als unten abrinnen kann oder nicht? Was meint ihr? Ja? Oder nein? Wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht sehen, aber gebt euch selbst eine Antwort oder in der Klasse könnt ihr auch die Hand heben. Von mir aus ja, eine Faust und nein, eine offene Hand. Schauen wir uns das an. Das ist das, was die Antwort sozusagen darstellt. Man sieht hier oberhalb des Striches, des horizontalen Striches, sieht man die Emissionen. Das ist überwiegend der graue Teil, das sind die fossilen Brennstoffe, die wir verbrennen. Das macht ungefähr 86% der Treibhausgasemissionen aus. Und 14% kommen noch dazu über Landnutzungsänderungen, das heißt zum Beispiel Abholzung von Regenwäldern oder Umackern von Flächen, die früher nicht beackert waren. Dabei werden auch Treibhausgase freigesetzt, wird Kohlenstoff vor allem freigesetzt. Das ist also das, was beim Hahn hereinkommt. Das sind 100%. Wir nennen es halt 100%. Und wenn wir uns hier anschauen, wohin kommt, also welche Senken wir haben, dann sieht man, dass ungefähr 23% gehen in den Ozean. Das nehmen die Meere auf. Die dabei versauern, das ist unangenehm, aber für die Atmosphäre ist es eine Entlastung, weil die Meere nehmen ungefähr, grob gesagt, ein Viertel der Treibhausgase auf. Ungefähr ein Drittel nehmen die Wälder und die Böden und das Gras auf, also ungefähr 30%. Und offensichtlich eben nicht alles. Das heißt, es bleiben ungefähr 46% in der Atmosphäre drinnen. Das heißt, wir emittieren mehr, als die Natur aufnehmen kann. Und zwar ziemlich viel. Fast doppelt so viel, wie die Natur aufnehmen kann, emittieren wir. Und wenn wir da jetzt daraus die Frage ableiten, was bedeutet das für die Treibhausgaskonzentrationen? Steigen sie oder sinken sie? Sogar im heurigen Jahr, wo wir ungefähr 10% weniger emittieren, also wo der Wasserhahn ein bisschen weniger stark aufgedreht ist, was erwartet ihr? Steigt die Konzentration oder sinkt sie?
ja, wir können wieder Symbole verwenden. Dort, wo es sichtbar ist, ja, die ich sehe, eindeutig, sie steigt weiter. Das ist auch vollkommen klar, weil wir sozusagen von diesen 46%, die sonst in der Atmosphäre bleiben, eben höchstens 10% reduzieren. Aber es ist immer der Hahn oben noch stärker aufgedreht als unten. Das heißt umgekehrt, wir müssten um mindestens 50% reduzieren, wenn wir wollen, dass die Konzentrationen nicht mehr steigen. Ich glaube, das ist wichtig, sich zu merken. Solange wir nicht mindestens 50% reduziert haben, werden die Konzentrationen weiter steigen. Es ist nicht ganz so einfach, weil wie viel das Meer aufnimmt und wie viel die Pflanzen aufnehmen, hängt auch davon ab, wie viel in der Luft ist. Aber im Grunde genommen, das kann man sich als Faustregel schon merken, solange wir nicht die Hälfte reduziert haben, steigen unsere Konzentrationen in der Atmosphäre noch weiter. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was wir ausgelassen haben in dieser ersten Grafik, wie der Klimawandel funktioniert. Das ist nämlich das Kernstück dessen, wie es überhaupt zum Klimawandel kommt. Und das ist der sogenannte Treibhauseffekt. Und es ist ein bisschen eine komplizierte Abbildung, aber ich glaube, wir kommen da schon durch gemeinsam. Zunächst einmal, wir kriegen unsere Energie von der Sonne. Das ist die Sonne, die strahlt auf die Erde. Und die ist, weil sie sehr heiß ist, weil sie ungefähr 5000 Grad Celsius oder Kelvin, ist ziemlich egal, hat, strahlt sie in einem sehr kurzwelligen Bereich. Vor allem im sichtbaren Bereich. Kein Zufall, dass wir ihn sichtbar nennen, weil wir haben uns entwickelt als Lebewesen, die bei Tag aktiv sind. Das heißt, unsere Augen haben sich genau auf diesen Teil, wo die Sonne besonders stark strahlt, fokussiert. Deswegen heißt er jetzt bei uns sichtbar. Aber bei diesem sichtbaren Bereich strahlt also die Sonne, oder vor allem im sichtbaren Bereich, strahlt die Sonne herein. Und davon wird ein Teil gleich in der Atmosphäre reflektiert, ein Teil wird am Boden reflektiert. Und ein Teil wird in der Atmosphäre absorbiert, also aufgenommen. Das heißt, dass an der Erdoberfläche nur mehr ungefähr die Hälfte von dem, was am Rand der Atmosphäre kommt, wirklich auf die Erde auftrifft. Diese Hälfte, die dient jetzt dazu, alles Mögliche auf der Erde zu tun. Unter anderem füttert sie die Photosynthese, also macht die Photosynthese möglich. Aber der Großteil wird absorbiert. Wird von der Erdoberfläche absorbiert und immer wenn Strahlung absorbiert wird, dann kommt es zu einer Erwärmung. Das heißt, die Erdoberfläche erwärmt sich. Und dann muss die Erde auch irgendwie diese Wärme wieder loswerden, weil sonst würde sie ja immer heißer und heißer und heißer werden. Und das tut sie nicht. Das heißt, irgendwie muss sie das wieder loswerden. Und da gibt es im Grunde drei Mechanismen, wie das jetzt passiert. Das eine ist über sogenannte Konvektion. Das könnt ihr beobachten, wenn ihr auf der Straße im Sommer in der Hitze auf der Straße fahrt, dann seht ihr so ein Flimmern manchmal, wenn es ziemlich windstill ist. Das ist sozusagen Luft, die aufsteigt vom Boden. Das nennen wir Konvektion. Da wird sozusagen erwärmte Luft bewegt sich in der Atmosphäre aufwärts. Dann, und das ist sehr wichtig, dann wird auch Energie verbraucht durchs Verdunsten. Also nach dem Regen, wenn die Straßen nass sind und die Feuchte wieder verdunstet, dann wird der Erde Wärme entzogen. Es wird ihr aber auch beim Tau auch was die Pflanzen einfach ein- und ausatmen, vor allem was sie ausatmen, dabei wird auch Wärme entzogen. Das heißt, das ist die latente Wärme. Das ist nicht direkt spürbar, wenn man die Hand hinhält, ist es nicht wärmer. Aber energiemäßig ist das ziemlich viel, was hier verloren geht. Und der dritte Bereich, also wir haben die Konvektion, wir haben die Evapotranspiration oder die latente Wärme und der dritte Bereich ist die Strahlung. Das heißt, die Erde strahlt auch wieder zurück ins Weltall. Wir würden das nicht unbedingt sehen, diese Strahlung, weil sie im Infrarotbereich, im Wärmebereich passiert und unsere Augen sind nicht darauf ausgelegt, dass sie Wärme sehen. Katzen sehen zum Beispiel Wärme, weil sie vor allem sich in der Nacht bewegen und da sieht man mehr die Wärme als offenkundig das Licht, weil es das Licht eben dann nicht. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Teil von Energie, der verloren geht, der in die Atmosphäre geht. Aber er geht nicht vollständig verloren, sondern man sieht hier einen ganz, ganz dicken Balken, der auch wieder zurückkommt. Und das liegt daran, dass diese Energie, die da in die Lufthülle hineinkommt, dass die langwellig eben im Infrarotbereich ist und dass es in der Atmosphäre Gase gibt, die diese Strahlung ganz besonders gern absorbieren. Und das ist eben, die sind die sogenannten Treibhausgase. Das ist an allererster Stelle Wasserdampf.
Das ist dann CO2, Methan, Ozon und noch ein paar andere. Das sind die Gase, Lachgas zum Beispiel. Das sind die Gase, die diese langwellige Strahlung absorbieren. Und ich habe schon gesagt, absorbieren heißt immer, dass sich dann etwas auch erwärmt. Und in dem Fall erwärmt sich die Atmosphäre. Und die Atmosphäre strahlt damit, weil sie wärmer geworden ist, auch stärker wieder aus und mehr zurück. Und es geht also ein Teil wieder ins Weltall, sodass im Weltall ungefähr ein Gleichgewicht zwischen dem, was von der Sonne hereinkommt und was von der Erde hinausgeht, sich einstellt. Aber auf der Erde spüren wir diese Gegenstrahlung ganz stark. Und die führt dazu, dass unsere Erde, selbst wenn wir keine Menschen keine Treibhausgase in die Atmosphäre eingebracht hätten, dann wäre die Temperatur auf der Erde ohne Atmosphäre, wäre sie bei ungefähr minus 18 Grad. Und mit Atmosphäre ist sie bei plus 15 Grad. Das heißt, diese Gegenstrahlung, die macht das aus, dass die Erde überhaupt bewohnbar ist, dass wir überhaupt Wasser und nicht nur Eis haben. Und je mehr von diesen Treibhausgasen wir aber in die Atmosphäre bringen, desto größer wird dieser Balken und desto wärmer wird es bei uns. Und dieser natürliche Treibhauseffekt, der macht eben schon 33, also von minus 18 bis plus 15 Grad etwa, das sind 33 Grad Erwärmung aus. Und was wir jetzt dazu gemacht haben, ist ungefähr im Ausmaß von 1,1, 1,2 Grad. Das heißt im Grunde genommen ganz wenig. Aber das macht schon einen Riesenunterschied für das Klima auf der Erde. Ja, soweit der Treibhauseffekt. Und seine Auswirkungen sehen wir in dieser Animation, die zeigt für jedes Jahr ein Bild, wo es kälter, blau oder wärmer, gelblich oder rot ist, als im langjährigen Temperaturdurchschnitt. Und was man sieht, ist, dass das extrem unruhig ist. Dass es manchmal Regionen gibt, die sind wärmer und im nächsten Jahr sind sie schon wieder kälter. Aber seit den 1970er Jahren sehen wir eine systematische Veränderung. Das ist die Erwärmung, von der wir reden, wenn wir vom Klimawandel reden. Vom menschengemachten Klimawandel. Und das ist dasselbe jetzt noch einmal, aber in einer Grafik. Das ist von 1880 bis zur Gegenwart. Und die einzelnen Punkte zeigen die Temperatur an, die globale Mitteltemperatur, wie sie eben von Jahr zu Jahr schwankt. Und auch hier ist nicht die Temperatur selber dargestellt, sondern die Abweichung von einem Mittelwert. Das ist die Periode, dieser gelbe Balken zeigt die Periode an, über die der Mittelwert gebildet wurde. Und man sieht, diese Abweichung wird immer größer. Und wir haben jetzt gegenüber vorindustriellem Niveau eine Erwärmung von ungefähr 1,1 Grad. Wenn man die letzten Jahre dazu nimmt, 2015, 16, 17, 18, 19, das sind die letzten Punkte hier rechts oben, dann sieht man, dass die noch einmal deutlich wärmer geworden sind, als eigentlich nach dieser grünen Linie, nach dieser Extrapolation zu erwarten gewesen wäre. Und 2020 wird nach den bisherigen Schätzungen jetzt irgendwo im Bereich von Jahr 2019 oder auch dem Spitzenwert 2015 liegen. Also es wird jedenfalls zu den drei wärmsten Jahren, die wir je gemessen haben, zählen. Und die sechs wärmsten Jahre sind die sechs letzten Jahre. Das heißt, es ist ziemlich deutlich, eindeutig, dass eine Temperaturerhöhung stattfindet. Ja, jetzt ist die Frage, wovon hängt diese Temperaturerhöhung ab? Natürlich irgendwie von der Konzentration, aber wir können zeigen, dass besonders wichtig nicht das ist, was wir in einem bestimmten Jahr an Treibhausgasen freisetzen, sondern dass es darum geht, was wir in Summe freigesetzt haben. Also was wir über die Jahre hinweg freigesetzt haben. Und das nennt man den Budgetansatz. Und diese Abbildung zeigt das ein bisschen. Das sind sozusagen die gesammelten Emissionen, die kumulativen Emissionen, die der Mensch verursacht hat. Und hinaufzu ist die Temperaturerhöhung. Und was man hier sieht, ist, dass das ziemlich linear geht. Das heißt, es gibt einen ziemlich klaren Zusammenhang, allerdings mit Unsicherheit. Nicht? Dieser rosa Bereich ist die Unsicherheit. Und was man hier erkennen kann, ist, dass wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen, dass die Temperatur nicht über 1,5 Grad steigt im globalen Mittel, dann ergibt sich daraus einen ganz klaren Bereich, wie viel dürfen wir überhaupt emittieren.
Und wenn man von dem abzieht, was wir bereits emittiert haben, dann bleibt unser Budget, das wir noch haben, bleibt dann über. Und man sieht das hier zum Beispiel, wenn wir, das ist berechnet für 2018, wenn wir mit einer 1:1 Sicherheit 1,5 Grad nicht überschreiten wollen, dann haben wir global gesehen noch ein Budget von 580 Gigatonnen CO2 übrig. Wenn wir mit mehr Sicherheit die 1,5 Grad erreichen wollen, weil 1:1 ist ja so keine besonders große Sicherheit. Wenn wir wenigstens mit 2/3 Sicherheit das Ziel erreichen wollen, dann ist das Budget nur mehr 420 Gigatonnen CO2 oder CO2-Äquivalente. Das heißt, es geht hier sehr stark darum, sozusagen, wie groß ist der Kuchen, der noch zur Verfügung ist? Wie viel CO2 dürfen wir noch in die Atmosphäre einbringen auf globaler Ebene? Ich werde dann später noch darauf zurückkommen, was heißt das für Österreich. Aber es ist limitiert. Das heißt, es geht nicht nur darum, wann emittieren wir nichts mehr, sondern es geht auch darum, wie viel emittieren wir noch bis dorthin. Und das ist eine ganz wesentliche Frage, die wir immer gemeinsam anschauen müssen. Ja, wichtig ist natürlich, wie geht es weiter? Und man sieht hier zwei mögliche Pfade. Der eine Pfad ist sozusagen der, wenn wir gar nichts tun, dann wird die Temperatur Ende des Jahrhunderts um ungefähr 5 Grad wärmer sein als im vorindustriellen Niveau. Und wenn wir aber uns an das Pariser Abkommen halten, und zwar an den oberen Rand dessen, was das Pariser Abkommen zulässt, dann würden wir bei +2 Grad das Klima stabilisieren. Wenn wir das tun, was bisher die Staaten zugesagt haben, dann liegen wir irgendwo bei +3, 3,5 Grad, je nachdem, wie ernst man welche Zusage nimmt und wie die Wirtschaft sich entwickelt, weil manche Zusagen sind ans Wirtschaftswachstum gekoppelt. Das heißt, dann sind wir bei irgendwo +2, +3,2, +3,5, 3,6 Grad. Und wenn wir uns das anschauen, was bedeutet das? Dann heißt das, dass es nicht mehr sicher ist, dass wir die Weltbevölkerung noch ernähren können, die im Übrigen ständig wächst, dass die Wasserverfügbarkeit zum Problem wird, und zwar in beide Richtungen. Es kann zu trocken und es kann zu nass werden. Die Ökosysteme können sich nicht mehr anpassen. Der Meeresspiegel steigt an, das zeige ich euch noch. Und schließlich geht es auch um Extremereignisse und Kipppunkte. Auch darauf komme ich noch zu sprechen. Aber es ist schon klar, dass diese Veränderungen so dramatisch sind, dass sie zu Wirtschaftskrisen, zu sozialen und politischen Krisen führen müssen und natürlich auch zu Klimaflüchtlingen. Auch wenn das Wort offiziell nicht existiert, Menschen, die wegen des Klimas ihre Heimat verlassen müssen, nenne ich jetzt einmal Klimaflüchtlinge. Meeresspiegelanstieg. Das ist die Küstenlinie von Ägypten, so wie sie derzeit ausschaut. Und wenn man davon ausgeht, dass der Meeresspiegel um einen halben oder um einen Meter steigt, dann verschwinden alle diese hellblauen Flächen unter Wasser. Das liegt daran, dass die Flächen so groß sind, liegt daran, dass das Nildelta einfach ein unheimlich flaches, wie alle Flussdelten, ein ganz flaches Gebiet ist. Das heißt, da sind keine große Küstengebirge, die da den Anstieg aufhalten, sondern das dringt dann sehr, sehr leicht, sehr weit ins Landesinnere. Nun ist das ein extrem fruchtbares Gebiet. Und wenn man sich das bei Nacht anschaut, dann sieht man, dass es auch extrem dicht besiedelt ist. Die Lichter zeigen das. Und wenn ich jetzt so ungefähr übertrage, diese 1-Meter-Linie, das ist das, was bis Ende dieses Jahrhunderts zu erwarten ist, dann sieht man, dass alle Menschen, die hier nördlich von dieser schwarzen Linie leben, dass die im Laufe dieses Jahrhunderts abgesiedelt werden müssen. Die müssen irgendwo anders hingehen. Und das sind einige zig Millionen. Allein die Stadt Alexandrien hier am linken Rand der oberen Abbildung, sieht man hier an den helleren Lichtern, hat 5 Millionen Einwohner. Das heißt, wir haben es hier mit dramatischen Veränderungen zu tun. Und das Unangenehme ist, dass dieser Meeresspiegelanstieg zwar sehr langsam geht, aber er ist unerbittlich. Das heißt, er hört auch nicht plötzlich auf, weil er davon abhängt, wie warm ist das Meer schon geworden. Und das Meer nimmt die Wärme in großem Maße auf. 90% dieser zusätzlichen Energie, die wir jetzt durch den Treibhauseffekt auf der Erde behalten, 90% ungefähr geht in den Ozean. Das heißt, der Ozean nimmt wahnsinnig viel von dieser Wärme auf. Und das ist so wie ein Thermophor, wie eine Wärmeflasche. Er hält sie dann auch ziemlich lange. Und das heißt, er dehnt sich weiter aus.
Und natürlich kommt auch noch dazu, dass Gletscherschmelzen, auch die brauchen ziemlich lange, bis sie ins Schmelzen kommen, aber dann geht es auch weiter. Und das ist das wirklich unangenehme Meeresspiegelanstieg, dass wir ihn zwar erkennen, voraussehen, weil er aber so langsam ist, wir dazu neigen, nichts zu unternehmen und wir können ihn aber dann nicht mehr aufhalten. Jetzt heißt es immer wieder, dass die Wissenschaft übertreibt und dass das alles nicht so schlimm ist. Ja, und am Meeresspiegel möchte ich euch das zeigen, dass das leider nicht wahr ist. Es wäre schön, wenn wir übertrieben hätten und es nicht so schlimm wäre. Was man hier sieht, ist in dieser grauen Fläche, das ist das, was im Jahr 1990 publiziert wurde von der Wissenschaft, welcher Meeresspiegelanstieg möglicherweise einsetzen wird. Wir haben auch damals schon von Szenarien geredet, weil wir ja nicht genau wissen, was die Menschen tun werden. Das heißt, wir können nur über Szenarien arbeiten. Und was man hier sieht, ist, dass eben diese Szenarien hier von einem relativ geringen Meeresspiegelanstieg auf einen relativ hohen bis zum Jahr 2010 gekommen sind. Also relativ gering war ungefähr 1 Zentimeter und da sind wir bei 6,5 Zentimeter, 7 Zentimetern. Und was man sieht, ist, dass die Realität am allerobersten Rand dieser Erwartungen liegt. Das heißt, der Meeresspiegel ist, also die Wissenschaft hat gerade noch erfasst, was der Meeresspiegel tun wird. Sie hat eigentlich erwartet, dass es viel niedriger liegen wird. Das heißt, die Wissenschaft übertreibt nicht, sondern im Gegenteil. Und der Meeresspiegel ist nur ein Beispiel dafür. Eher unterschätzt sie die Entwicklungen. Und die Natur zeigt uns immer wieder, dass viele Sachen viel schneller gehen, als wir eigentlich erwartet haben. Und was besonders problematisch ist, ist, dass es im Klimasystem selbstverstärkende Prozesse gibt. Das sind Prozesse, die, wenn sie einmal eingeleitet sind, von selber weitergehen, ohne dass man noch einmal irgendwie nachlegen muss. Ein Beispiel ist hier die sogenannte Eis-Albedo-Rückkopplung. Es fängt an damit, dass es zum Beispiel wärmer wird, weil wir Treibhausgase in die Atmosphäre gebracht haben zum Beispiel. Also die Klimaerwärmung ist so ein möglicher Ausgangspunkt. Dieser Ausgangspunkt führt dann dazu, dass Eis schmilzt und dass das, was unterm Eis zum Vorschein kommt, das ist dann entweder Wasser in der Arktis oder es ist Fels im Gebirge. Jedenfalls ist die Fläche dunkler, als das Eis war. Und das führt dazu, dass die Absorption steigt. Das heißt, dass mehr von der Sonnenstrahlung absorbiert wird. Und das heißt natürlich, dass es wärmer wird. Wenn es wärmer wird, schmilzt mehr Eis. Das heißt, noch mehr Fläche wird dunkler, noch mehr Sonnenstrahlung wird absorbiert, es wird noch wärmer. Und das sieht man schon, das ist eine Spirale, die von selber weitergeht und die im Grunde genommen erst aufhört, wenn das gesamte Eis geschmolzen ist. Das ist einer von diesen selbstverstärkenden Prozessen und es gibt also eine ganze Reihe. Rechts ist noch ein zweiter angeschrieben. Und ihr könnt euch vielleicht nachher noch überlegen oder in der Klasse diskutieren, was wären noch selbstverstärkende Prozesse. Es gibt im Übrigen nicht nur im Klimasystem selbstverstärkende Prozesse, es gibt eine ganze Reihe von selbstverstärkenden Prozessen. Im Klimabereich kann man sich zum Beispiel vom Waldbrand ausgehend überlegen, was bedeutet das fürs Klima. Man kann aber auch im Alltagsleben, wenn ich mehr Radwege baue, was hat das für Konsequenzen? Das kann auch ein selbstverstärkender Prozess werden. Oder bei einer Bank, was sehr unangenehm ist, wenn es das Gerücht gibt, dass eine Bank pleite geht, dann führt das auch zu einem selbstverstärkenden Prozess. Das könnt ihr euch dann nachher vielleicht überlegen. Was wesentlich an diesen selbstverstärkenden Prozessen ist, ist, dass sie langsam anfangen und dann immer schneller werden. Und wenn wir diesen Punkt versäumen, wo sie noch langsam sind und wir sie noch aufhalten können, dann wird es eben so schnell, dass wir nichts mehr tun können. Das kann man sich so ungefähr vorstellen wie ein Auto, das keine Handbremse, wo die Handbremse nicht angezogen wurde und das auf einer leicht abschüssigen Straße steht. Das muss gar nicht viel sein. Und man steigt aus, dann fängt das Auto an zu rollen. Wenn man das gleich erwischt, dann kann man es noch bremsen. Aber wenn das schon ein paar Meter gefahren ist, dann ist es nicht mehr ratsam, sich dem in den Weg zu stellen, weil dann kann man es nicht mehr aufhalten. Und so ähnlich ist das hier. Und das ist das, was die Klimawissenschaftler so besorgt macht. Was sie so besorgt macht, dass wir zu lange zögern und wir möglicherweise schon in einen Zustand kommen, wo wir es nicht mehr bremsen können. Das möchte ich euch noch zeigen. Und dann schauen wir uns an, was man dagegen tun kann, weil das ist ja ganz wesentlich. Das ist sozusagen die Treibhausgaskonzentration über die letzten 600.000 Jahre.
Aber was ich euch zeigen möchte, ist vor allem die Temperatur über die letzten 600.000 Jahre. Die hat sich ständig zwischen den sogenannten Eiszeiten und den Warmzeiten bewegt. Also es hat warme Zeiten gegeben, dann ist wieder eine Eiszeit gekommen, dann hat es wieder warme Zeiten gegeben. Dazwischen hat sich die Erde nicht lang aufgehalten und es sind offensichtlich so zwei typische Zustände, die hier immer wieder auftreten. Die Eiszeiten und die Warmzeiten. Das ist jetzt anders dargestellt. Und der Wechsel von Eiszeiten in Warmzeiten oder umgekehrt, der braucht zusätzliche Kraft, zusätzliche Energie, die zur Verfügung gestellt wird. Und das ist in diesen letzten 600.000 Jahren von der Astronomie passiert. Das hat mit der Erdumlaufbahn und mit der Neigung der Erdachse zu tun. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir Energie zuführen über die Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und das drängt jetzt die Erde nicht von unserer derzeitigen Warmzeit in Richtung kalt, sondern das drängt sie logischerweise in Richtung wärmer. Und auch da braucht es zusätzliche Energie. Und was wir jetzt nicht wissen, und das ist wichtig, wir können hier noch keine eindeutige Antwort geben. Wir wissen nicht, wie weit ist diese Klimaentwicklung schon in Richtung heißer gegangen. Ist sie schon über diesen Potenzialhöcker drüber? Und was passiert danach? Gibt es danach noch einmal so eine Mulde, wo die Erde dann, das Erdklima, sich sozusagen festhalten kann und wo es wieder stabil wird? Oder gibt es das nicht? Und aus den bisherigen Untersuchungen des Paläoklimas sehen wir keine logische nächste Stabilitätszone. Also es ist nicht so, dass wenn es jetzt wärmer wird und die Erde auf diese Bahn da Richtung wärmer kommt durch die selbstverstärkenden Prozesse, dass sie dann bei plus 2, 3 Grad sich wieder stabilisiert, sondern es ist zu befürchten, dass es systematisch immer wärmer wird. Das heißt, die Entscheidung, vor der wir jetzt stehen, ist nicht, ob wir es um 1, 2, 3 oder 4 Grad wärmer haben wollen, sondern die Entscheidung ist, ob wir stabilisieren wollen, ein stabiles Klima haben wollen, wie wir es die letzten 10.000 Jahre hatten, oder ob wir das nicht wollen, ob wir darauf verzichten können. Und ich denke, die Antwort ist ziemlich klar, verzichten können wir darauf nicht. Das würde nämlich heißen, dass es in eurem Leben ununterbrochen immer wärmer wird und dass ihr nur mehr euch versuchen könnt anzupassen. Aber es gibt keinen Zustand mehr, an den man sich gewöhnen kann, wo man sagen kann, ja, mit dem können wir umgehen. Und was die Wissenschaft halt in den letzten Jahren gelernt hat, ist, dass das Stabilisieren erfordert, dass wir 1,5 Grad nicht wesentlich überschreiten. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben am Anfang gesehen, wir sind schon bei 1,1, 1,2 Grad. Das heißt, wir haben nicht mehr viel Spielraum. Und das noch einmal, das ist jetzt noch nichts, wo die Wissenschaft sagen kann, ja, das ist erhärtet, so ist das. Aber diese Gefahr droht. Und wenn diese Gefahr droht, die Wissenschaft kann es auch nicht ausschließen, wenn diese Gefahr droht, dann müssen wir unbedingt etwas unternehmen. Was können wir unternehmen? Wir haben im Grunde genommen 3 Bereiche, wo man aktiv werden kann. Man kann sich anpassen an die Veränderungen, die schon passiert sind und die noch kommen werden. Das geht, wenn wir stabilisieren. Dann kann man anpassen. Auch wenn wir nicht stabilisieren, wird man anpassen müssen, so gut es halt geht und so lange es halt geht. Man kann auch versuchen, in das System, in das Klimasystem einzugreifen. Das ist das Geoengineering. Da geht es darum, dass man Spiegel ins Weltall stellt, um Sonnenstrahlung zu reflektieren. Also irgendetwas tut, oder auch das CO2 aus der Atmosphäre wieder herauszuholen. Das nennt man dann Carbon Capture and Storage. Also irgendetwas, wo man wirklich ins System eingreift. Ich bin da skeptisch, weil wir schon so oft geglaubt haben, dass wir mit irgendeiner technologischen Lösung ein Problem lösen können. Und das Problem wurde zwar vielleicht gelöst, aber wir haben dann ein anderes geschaffen, das noch viel problematischer war. Das heißt, ja, forschen auf dem Gebiet sicher, aber vor dem Anwenden würde ich doch sehr, sehr stark versuchen, den dritten Weg zu gehen, der nämlich sehr viel positive Seiten hat, nämlich Treibhausgase zu mindern. Aber wie viel müssen wir mindern? Ich habe noch ein paar Beispiele hier, die können wir schnell durchgehen, um diesen Unterschied zwischen mindern und anpassen. Also anpassen heißt, sich an die Klimaveränderungen anzupassen und mindern heißt, weniger Treibhausgase in die Atmosphäre einbringen. Und jetzt ist meine Frage an euch, wenn man Standby abschaltet, was ist das? Ist das mindern oder ist das anpassen? Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Farben ich gewählt habe, aber ich würde sagen,
abschalten, Standby abschalten, ist auf jeden Fall eine Minderungsmaßnahme. Das heißt, da emittieren wir weniger, weil wir weniger Strom brauchen. Wie ist es, wenn wir ein Bewässerungssystem bauen? Bauen wir das, um uns anzupassen oder um die Treibhausgase zu mindern? Ja, ich glaube, das ist ziemlich klar, dass wir die Treibhausgase nicht mindern, aber wir können uns anpassen, wir können unsere Landwirtschaft anpassen an die höheren Temperaturen, den geringen Niederschlag und so weiter. Wenn wir die Bahn statt dem Auto benutzen, ist das anpassen oder mindern? Anpassen, Hand, mindern, Faust? Ja, das ist natürlich die Faust. Wie schaut das aus, wenn ich einen Effizienz A++ Kühlschrank kaufe, statt einen der Effizienz F, der natürlich viel billiger ist? Was ist das? Anpassen oder mindern? Ja, ich sehe schon etliche Fäuste. Natürlich, das ist wieder mindern. Wenn wir Jalousien als Sonnenschutz anbringen, was ist denn das? Ist das anpassen oder ist das mindern? Ja, das ist ein bisschen Zweifel, das ist auch gar keine Frage. Natürlich, es ist in erster Linie Anpassung, aber es hilft zugleich auch zu mindern. Weil viele Leute ja inzwischen eine Kühlanlage drinnen stehen haben und die brauche ich viel weniger einsetzen, wenn ich die Sonne gar nicht einmal hereinlasse. Dächer und Fassaden begrünen, was ist das? Anpassung oder Minderung? Ist auch schwierig und ist im Grunde ähnlich wie zuvor. Es ist beides. Es ist Anpassung und Minderung. Ja, und schließlich Müll trennen. Das ist das, was meistens kommt, wenn man sagt Klimaschutz, dann kommen meistens die Leute, die sagen, ja, wir trennen Müll. Ja, es ist richtig, es ist eine Minderung, aber das Trennen allein löst, also ist noch keine starke Minderung. Nicht starke Minderung ist, wenn ich weniger Müll erzeuge, dann wird es wirklich eine starke Minderung. Im Übrigen auch bei Plastiksackeln. Plastiksackeln sind extrem nachteilig für die Umwelt, ist gar keine Frage, die gehören weg, aber zum Klimaschutz tragen sie nicht sehr viel bei. Die Produktion von Plastiksäcken ist keine sehr starke Klima-Agenda. Sie tragen aber sehr viel bei. Also wenn wir Plastiksäcke verbieten, tragen wir sehr viel bei zum dass die Biodiversität sich wieder erholen kann. Und das hat natürlich indirekt dann auch wieder Klimawirkungen. Gut, also wie viel müssen wir mindern? Wir haben schon gesagt, Pariser Klimaabkommen unter 2 Grad. Die Wissenschaft sagt, das genügt nicht unter 1,5 Grad oder wir sollten 1,5 Grad nicht überschreiten. Und der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist sehr groß. Ja, das werden wir überspringen. Das dauert jetzt ein bisschen zu lang. Schauen wir uns an, was das für Österreich bedeutet. Das Klimabudget. Also was für ein Budget haben wir in Österreich, wenn wir 1,5 Grad, wenn wir sozusagen unser Schärflein zu den 1,5 Grad beitragen wollen. Wir haben gesehen, global irgendwo zwischen 420 und 580 Gigatonnen CO2 dürfen wir noch emittieren. In Österreich, wir haben ungefähr ein Tausendstel der Weltbevölkerung. Das heißt, ein Tausendstel von 500 Gigatonnen sind 500 Megatonnen. Das heißt, es ist ganz einfach, beim Tausendstel ist die Umrechnung sehr leicht. Das heißt, wir haben noch 420 bis 580 Megatonnen CO2, die wir in die Atmosphäre einbringen dürfen. Wir haben aber seit 2018, damals wurde das berechnet, schon ungefähr 200 Megatonnen eingebracht. Also in nur 3 Jahren 200 Megatonnen. Das heißt, wir haben jetzt noch circa 220 bis 380 Megatonnen CO2. Ihr erinnert euch, die 220 ist, wenn wir mit 2/3 Wahrscheinlichkeit das Pariser Ziel erreichen wollen und die 380 sind, wenn es ein 1:1 Ziel genügt. Jetzt, ich weiß nicht, wie viele von euch einsteigen würden in ein Flugzeug, wenn sie wissen, dass sie nur mit 2/3 Wahrscheinlichkeit am anderen Ende heil ankommen. Wahrscheinlich niemand. Das heißt, selbst die 2/3 sind hier nicht besonders attraktiv. Aber bleiben wir mal bei dem, was derzeit international diskutiert wird. Und wir haben jetzt einmal auf diese 380 gestützt. Schauen wir, was das bedeutet für Österreich. Wenn man sich die Emissionen in Megatonnen, in Millionen Tonnen anschaut über die Zeit in Österreich und wir schauen jetzt einmal nur die CO2-Emissionen an, das ist die blaue Kurve, dann sieht man, das ist in den 60er Jahren ganz stark hinaufgegangen bis ungefähr die 1980er Jahre. Dann ist es ziemlich konstant gewesen. Dann haben wir da einen massiven Buckel in den 2000er Jahren. Und jetzt sind wir ein bisschen heruntergekommen, aber ungefähr auf dem Niveau von 1990 und da stagniert es schon wieder. Und jetzt haben wir in unserem Regierungsprogramm steht drinnen, dass man bis 2040 CO2-neutral sein möchte. Das heißt, das wäre, wenn man da eine gerade Linie zieht, schaut das so aus.
Wie schaut das jetzt mit dem Klimabudget aus? Das ist sozusagen ein gutes Ziel, 2040 CO2-neutral. Aber wie schaut das mit dem Klimabudget aus, wenn wir so eine gerade Linie ziehen? Und das Klimabudget können wir berechnen, indem wir, hier sind die Millionen Tonnen Emissionen pro Jahr, steht leider nicht dabei, gehört aber eigentlich dazu, weil das jetzt für die einzelnen Jahre die Millionen Tonnen sind. Also wenn wir diese Millionen Tonnen pro Jahr multiplizieren mit der Anzahl der Jahre, dann ist das das, was wir an CO2 einbringen. Und das kann man als Fläche unter dieser Geraden oder unter einer Kurve denken. Also diese Dreiecksfläche entspricht dem, was da an CO2 in die Atmosphäre eingebracht wird. Und das kann man sich hier ganz leicht ausrechnen. Das sind 680 Millionen Tonnen CO2. Und das ist nicht konform mit dem Klimabudget. Wir erinnern uns, 380. Das heißt, das ist fast doppelt so viel, wie wir eigentlich emittieren dürfen. Das heißt, wir dürfen nicht da auf einem geraden Weg, auf einem linearen, jedes Jahr gleich viel reduzieren herunter, sondern wir müssen wesentlich mehr reduzieren. Zum Beispiel alle 5 Jahre halbieren. Also jetzt sind wir bei ungefähr 68 Millionen Tonnen CO2. Das heißt, in 5 Jahren, 2025, 34, 2030, dann 17, 2035, 8,5 und so weiter. Das wäre Klimabudget-konform oder fast. Da haben wir 390 Megatonnen. Wir können versuchen, es noch anders zu gestalten. Das wäre so eine Kurve, die jenen gefällt, die sagen, so schnell können wir nicht loslegen. In 5 Jahren können wir nicht halbieren. Ja, das ist jetzt eine Form, wo man in 5 Jahren nicht halbieren muss, sondern wo man das später tut. Aber ihr seht schon, dann muss man viel dramatischer nachher kürzen. Das ist vollkommen klar. Das ist so, wie wenn man für die Schule für eine Prüfung lernt und man weiß, man hat 10 Seiten zu lernen. Je später ich anfange zu lernen, desto mehr muss ich pro Tag lernen. Darum geht es hier in diesem Budget. Das heißt, es gibt jetzt keine wissenschaftliche Vorgabe, wie dieser Pfad sein muss. Die wissenschaftliche Vorgabe ist, dass die Fläche unter dieser Kurve, die darf nicht über dem Klimabudget liegen. Ja, wer muss denn jetzt wirklich handeln? Wer muss denn was tun? Und dann ist es vollkommen klar, Emissionen kann man nur dort einsparen, wo sie passieren. Das heißt, beim Auto, bei der Heizung, bei der Fabrik, aber nicht im Parlament. Ja, das Parlamentsgebäude oder das die Ministerien. Aber im Grunde trifft es uns alle. Wir alle müssen reduzieren, weil wir alle ja Treibhausgase emittieren. Damit wir das tun, damit das wirklich auch funktioniert, müssen wir das Bewusstsein haben, dass wir reduzieren müssen. Und wir brauchen auch sogenannte Rahmenbedingungen, damit das uns leicht fällt. Das heißt, ich kann nicht verlangen, dass ihr das Auto stehen lasst, wenn es keinen öffentlichen Verkehr gibt. Das heißt, wir müssen einen öffentlichen Verkehr schaffen, dort, wo er fehlt. In Wien ist er ohnehin sehr gut ausgebaut. Aber in vielen Bereichen Österreichs ist das nicht so einfach, mit öffentlichem Verkehr zu fahren. Das heißt, die Rahmenbedingungen muss man schaffen. Aber man muss auch andere Rahmenbedingungen schaffen. Wenn man zum Beispiel will, dass ich klimafreundlich einkaufe, dann muss das Klimafreundliche auch billiger und einfacher zu bekommen sein als das Klimaschädliche. Und das nennen wir Rahmenbedingungen. Und dafür sind nicht wir Individuen zuständig, dafür sind höhere Ebenen zuständig. Das sind also was immer, das kann schon die Schule sein, die euch zum Beispiel überhaupt ein entsprechendes Buffet zur Verfügung stellen muss, wenn sie überhaupt Essen anbietet. Das können aber auch die Gemeinden, die Länder, der Staat, die EU, die UNO sein. Also das sind die höheren Ebenen und jeder hat davon andere Rollen. Das Ziel ist zum Beispiel jetzt auf der UNO-Ebene weltweit festgesetzt worden. Die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich. Wer kann was machen? Und die sind aber alle aufgerufen, das zu machen, was in ihrem Bereich, in ihrem Handlungsbereich liegt. Man sollte aber nicht vergessen, dass die Ziele wertlos sind, wenn die untere Ebene sie nicht mitträgt. Das heißt, wir müssen die Menschen auch überzeugen, dass Klimaschutz was Wichtiges ist, dass es wirklich um die Zukunft geht. Und damit wir sie aber auch überzeugen können, damit sie auch mitmachen bei dem Ganzen, müssen wir sicherstellen, dass die Maßnahmen, die wir setzen, ausgeglichen sind hinsichtlich Kosten und Nutzen und dass sie auch partizipativ erarbeitet sind. Das heißt, dass man mitreden kann, dass man selber entscheiden kann, will ich lieber halb so viel Schnitzel essen oder halb so lang duschen? Das wird letztlich immer nur die Entscheidung des Einzelnen bleiben. Aber übertragen auf die Gemeinde, was macht sie zuerst? Wie stark
Reduziert sie zum Beispiel den Verkehr oder wie stark baut sie Erneuerbare aus? Das sind Entscheidungen, an denen wir, glaube ich, alle beteiligt sein wollen. Und nur so wird Klimaschutz wirklich gelingen. Die Politik ist also in der Pflicht, diese Rahmenbedingungen zu schaffen und das in einer geeigneten Weise. Und sie kann auch entscheiden, wie der Weg läuft, aber sie wäre gut beraten, wenn sie das gemeinsam mit der Bevölkerung. Jetzt möchte ich nur mit einer Folie einen weit verbreiteten Irrtum ausräumen. Österreich ist nicht gut im Klimaschutz. Österreich ist eins von fünf Ländern, man sieht hier der rote Balken, eins von fünf Ländern, das seit 1990 bis 1999 seine Emissionen erhöht hat und nicht gesenkt hat innerhalb der EU. Das heißt, wir gehören zu den Schlusslichtern in der EU und das Abstimmungsverhalten unserer Abgeordneten ist auch so, dass sie meistens mit Polen gehen, dass das absolute Schlusslicht ist. Und das, weil Polen auf sehr viel Kohle sitzt und eigentlich die Kohle noch nutzen möchte. Wir sitzen aber nicht auf Kohle in Österreich. Das heißt, es ist überhaupt nicht verständlich, warum wir zu den Bremsern in Europa gehören. Ja, ich möchte zum Schluss noch auf etwas hinweisen. Klimawandel ist eigentlich nur ein Symptom eines tiefer liegenden Übels, nämlich eines Wirtschaftssystems, das wachsen muss, um stabil zu sein. Und eines Finanzsystems, das Zinsen zahlt, die ja irgendwo erarbeitet werden müssen. Das heißt, das auch Wachstum fördert. Und das hat uns zu Menschen gemacht, die nicht mehr als Menschen denken, sondern die sich als Konsumenten und als Kunden fühlen und nicht mehr als Menschen und Mitmenschen. Und wenn wir diese Themen nicht auch anschneiden, dann werden wir uns mit dem Klimaschutz schwer tun. So, das besagt im Grunde genommen auch, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO, bei denen es grundsätzlich um zwei Agenden geht, dass wir ein gutes Leben für alle schaffen, also ein menschliches, dass die Menschen gut leben können, dass sie ein befriedigendes, ein gelingendes Leben führen können, aber das unter Einhaltung der ökologischen Grenzen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern dass wir beides gleichzeitig verfolgen. Die Voraussetzungen, das zu schaffen, sind besser, als sie je waren. Wir haben auf der internationalen Ebene die notwendigen Ziele. Wir haben eine EU-Kommission und ein EU-Parlament, das das auf die Agenda gesetzt hat. Wir haben eine Regierung, die Klimaschutz auf der Agenda stehen hat. Die Finanzwirtschaft und die Wirtschaft beginnt zu erkennen, dass hier wirklich etwas verändert werden muss. Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist erfreulicherweise trotz Corona ungebrochen. Und ihr alle seid noch dabei und das ist was ganz Wesentliches. Die Corona-Krise bietet auch eine Chance. Und da schauen wir uns noch ganz kurz an. In der Corona-Krise sind Ideologien innerhalb von Tagen einfach so über Bord geworfen worden. Während uns jahrelang gesagt wurde, die Regierung kann nicht eingreifen, die Politiker sind machtlos, das muss der Markt machen, hat die Regierung jetzt massiv eingegriffen, tiefgreifend eingegriffen, schnell eingegriffen und die Bevölkerung ist mitgegangen. Das heißt, es geht, wenn man will. Außerdem ist die Wirtschaft derzeit ziemlich am Boden und das heißt, sie hat aber auch die Gelegenheit, sich neu zu erfinden. Wenn mein Haus zerstört ist durch ein Erdbeben, baue ich es nicht wieder so auf, wie es vorher war. Wenn ich vorher schon wusste, dass das Heizsystem veraltet ist und dass die Zimmereinteilung nicht mehr entspricht, dass ich größere Zimmer, aber auch viel kleinere brauche, dann werde ich doch nicht das Haus so wieder aufbauen, wie es war, sondern werde ich es gleich für die Zukunft aufbauen. Und der Staat kann das beeinflussen, weil er das Geld hergibt für diesen Wiederaufbau. Das heißt, der Staat hat jetzt Macht, wie er sie vorher nicht hatte, das Ganze in eine Zukunft zu lenken, die wir brauchen und die wir haben wollen. Und sehr viele Menschen haben sich auch besonnen während der Corona-Krise. Das heißt, gerade jetzt in der Corona-Krise und in der darauf folgenden Wirtschaftskrise ist die Zeit, die Klimakrise anzugehen, die viel größer noch wird als die Wirtschaftskrise, die aus Corona entstanden ist. Und die Wirtschaftskrise ist schon größer als die Gesundheitskrise. Das heißt, es geht jetzt darum, die Veränderungen zu schaffen, die notwendig sind, um beides oder eigentlich alle drei Sachen gleichzeitig zu bewältigen. Die Gesundheitskrise, die Wirtschaftskrise und die Klimakrise, beziehungsweise wir können das verallgemeinern und sagen, die Nachhaltigkeitskrise. Was brauchen wir dazu? Nicht viel. Wir brauchen die Zuversicht, dass wir die Krisen als Chance nutzen können. Das heißt, nicht den Kopf hängen lassen, sondern jetzt erst recht, gerade jetzt werden wir gebraucht.
Wir haben einen gemeinsamen Richtungssinn, der die Chance auf Verbesserung in sich trägt. Wir brauchen jetzt nur noch das gemeinsame Streben und Aushandeln über Länder, Parteien, Religionen hinweg, quer durch alle Bevölkerungsschichten hindurch. Und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und ich bin unendlich froh, dass Fridays for Future und gerade ihr in eurem Alter wirklich auch dafür eintretet, weil, das sei euch noch mitgegeben, es ist uns nichts von den großen Veränderungen in den Schoß gefallen. Weder das Versammlungsrecht, von dem wir jetzt so dringend Gebrauch machen müssen, noch das allgemeine Wahlrecht für Männer, noch das für Frauen. Das sind alles Sachen, die erkämpft werden mussten. Die Freiheit der Sklaven, wir können auch in anderen Ländern schauen, die Unabhängigkeit Indiens. Alles ist erkämpft worden. Alles ist ausgegangen von wenigen Menschen, die gesagt haben, so geht's nicht. Wir müssen das anders machen. Und daraus haben sich Bewegungen gebildet. Und die Bewegungen bieten die Grundlage dafür, dass wir jetzt überhaupt weiterarbeiten können. Dass wir bei uns zumindest auf die Straße gehen können und demonstrieren können, ohne um unser Leben fürchten zu müssen. Aber wir müssen kämpfen. Es gibt nicht die weise Regierung, die das alles für uns macht. Wir müssen es von der Regierung fordern. Wir müssen diese höheren Ebenen herausfordern und ihnen signalisieren, dass wir diesen Wandel wollen, auch wenn es heißt, dass wir einige Gewohnheiten ändern müssen. Aber letztlich geht es darum, dass wir eine Zukunft haben, vor allem in eurem Alter, dass ihr eine Zukunft habt, aber zugleich auch ein besseres Leben, als vielleicht wir es hatten. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich nach einer Pause dann schon auf eure Fragen. Dankeschön, Frau Professor. Jetzt gibt es eine 5-minütige Pause. Ihr könnt aufs Klo gehen, Wasser trinken, was auch immer. Und danach folgt gleich eine Fragerunde. Okay, also die erste Frage ist, hat die Politik die 1,5-Grad-Marke schon längst aufgegeben und nicht den Mut, dies öffentlich auszusprechen? Das ist eine Frage, die man eigentlich der Politik stellen müsste, nicht mir. Ich weiß es nicht. Sie bekennen sich noch dazu. Also insofern glaube ich nicht, dass Sie es aufgegeben haben. Ich glaube, Sie haben noch nicht wirklich durchdacht, was es heißt, nämlich wirklich, welche Maßnahmen notwendig sind. Aber ich bin da nicht so pessimistisch, weil ich denke mir, wenn das EU-Parlament oder die EU eigentlich jetzt gerade beschlossen hat, dass wir -55% bis 2030 erreichen, dann müssen sie ja mal den richtigen Weg einschlagen. Und ich glaube, wenn der richtige Weg einmal eingeschlagen ist, dann kann es auch viel schneller gehen, als sie selber erwarten. Ich glaube, manche Sachen, es gibt eben auch diese selbstverstärkenden Prozesse im Sozialen und im Ökonomischen. Und da glaube ich, es kann schneller gehen. Also ich bin durchaus optimistisch gestimmt, weil es einfach auch im heurigen Jahr noch ziemlich viele Nachbesserungen gegeben hat auf der internationalen Ebene. China hat gesagt, sie wollen 2060 CO2-neutral sein. Das ist schon gewaltig für ein eigentlich Schwellenland, das noch ganz stark auf Wirtschaftswachstum setzt. Es haben die anderen, also die USA ist wieder an Bord oder wird wieder an Bord sein und hat auch sich ambitionierte Ziele mit CO2-Neutralität bis 2050 gesetzt. Also ich bin im Moment durchaus optimistisch, dass die Politik noch nicht aufgegeben hat. Okay. Nächste Frage. Vielleicht noch dazu, wir müssen sie natürlich ständig pushen. Also sozusagen, es ist nicht so, dass wir sagen können, jetzt haben wir es erreicht und jetzt tun sie, sondern ich glaube, das ist schon ganz wesentlich, dass die Wissenschaft, aber vor allem auch die Bevölkerung pusht, weil das darf man nicht übersehen. Nicht? Also Fridays for Future hat innerhalb von einem Jahr mehr erreicht als die Wissenschaft mit ihren ganzen Analysen in 30 Jahren. Das heißt nicht, dass die einen und im Grunde brauchen wir beides. Nicht? Die Fridays for Future brauchen die Basis von der Wissenschaft, aber den Druck kann die Wissenschaft offensichtlich nicht erzeugen. Dankeschön. Danke. Die nächste Frage ist, sollte man jetzt noch Urlaub am Roten Meer buchen, weil es 2050 keine lebenden Korallen mehr gibt? Was bedeutet das Korallensterben für den Fischbestand? Ja, also Urlaub am Roten Meer,
hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie man überhaupt hinkommt. Ich glaube, das ist eine grundlegende Frage, die man sich für sich selbst überlegen muss. Wie will man umgehen mit dieser Problematik? Letztlich geht es irgendwie darum, dass man sich überlegt, was ist mein eigener Fußabdruck? Jetzt entweder Gesamt- oder wenigstens CO2. Und wie will ich das Budget, das mir zusteht, weil man kann natürlich das jetzt vom Staat auch auf den Einzelnen umrechnen, wie will ich das verwenden? Ich finde durchaus, dass es eine Berechtigung gibt, dass man sagt, man will die Welt sehen, aber dann müsste es ziemlich sicher ein langer Urlaub sein. Sozusagen je länger und je CO2-aufwendiger die Anreise und die Rückreise, desto länger müsste man sich dort eigentlich aufhalten und dann müsste man sich für dort schon auch Sachen vornehmen, wo man sich sagt, ja, das kann ich dann auch meinen Kindern oder Enkeln gegenüber einmal rechtfertigen, dass man sich das gegönnt hat. Nicht? Darum geht es ja letzten Endes. Was die biologische Frage betrifft, da bin ich einfach nicht kompetent genug, um die ordentlich zu beantworten. Also da, glaube ich, muss man wen anderen fragen. Zweifellos ist es so, dass die Biodiversität durch den Klimawandel ganz stark gefährdet ist. Also der große Bericht, der von den Biologen publiziert wurde, ist jetzt eineinhalb Jahre her, der hat ja besagt, dass der Artenverlust, also es ist 1 Million Arten von 8 Millionen ist bedroht. Und die wesentlichen, unter den drei wesentlichen Faktoren ist der Klimawandel der dritte. Und wenn der Klimawandel sich so weiterentwickelt, wie er sich bisher entwickelt hat, dann wird er relativ rasch zum ersten aufsteigen. Das heißt, der Klimawandel bedroht die Artenvielfalt ganz massiv. Und es ist im Grunde genommen derzeit, wenn wir nichts tun, nicht klar, ob der Klimawandel oder der Biodiversitätsverlust uns schneller in eine ganz katastrophale Situation führt. Das heißt, wir müssen beide bekämpfen. Jetzt kommt eine Frage zum Nildelta. Also die Organisation Intergovernmental Panel on Climate Change hat in einem Bericht veröffentlicht und auch gewarnt, dass die Strände von Alexandria wahrscheinlich durch einen Anstieg des Meeresspiegels um 0,5 Meter überflutet werden können. Und außerdem wurde gewarnt, dass Überschwemmungen in Alexandria und im Nildelta mehr als 8 Millionen Menschen treffen könnte. Und es sei denn, es werden jetzt Schutzmaßnahmen ergriffen, um den Bedrohungen durch den Klimawandel zu begegnen. Also die Frage wäre, welche Pläne gibt es seitens der EU für die mehrere Millionen von Ägyptern und Ägypterinnen, die umgesiedelt werden müssen oder sogar flüchten müssen? Flüchten verbinde ich mit Zeitdruck, also wirklich im Sinne von nur das Wichtigste nehmen und gehen. Nur das, was man tragen kann und gehen oder laufen. Das, glaube ich, ist nicht das Problem, weil es eben langfristig genug erkennbar ist. Aber natürlich aussiedeln. Und das ist auch nicht trivial, weil das ist ja schließlich die Heimat und nicht irgendwo, wo man halt zufällig jetzt mal Urlaub gemacht hat oder sowas. Und das ist ganz schwierig, weil wenn ihr euch an das Bild erinnert von den Lichtern, dann sieht man, dass natürlich große Teile Ägyptens ganz dünn besiedelt sind. Da sind wenig Lichter, aber das ist halt Wüste. Und man will ja die Menschen nicht in die Wüste schicken. Und alle die Fantasien, dass wir die Wüste begrünen können und dass wir dort ja Wasser hinbringen können, das aus dem Meer entsalzen ist und so weiter, das geht alles nicht in dieser Dimension. Das geht vielleicht einräumig, aber das geht nicht in dieser Dimension. Das heißt, es geht tatsächlich um eine Umsiedlung von Menschen. Und da wird aus meiner Sicht auf der politischen Ebene noch viel zu wenig getan. Ja. Weil das ist nicht ein rein ägyptisches Problem, das ist ein globales Problem. Und es geht ja nicht nur ums Nildelta, es geht ums Ganges-Brahmaputra-Delta, ums Mekong-Delta, ums Mississippi-Delta. Also es gibt ja viele solche Flussdelten, die sehr dicht besiedelt sind und wo man Lösungen finden muss. Man muss, weil das wird unvermeidbar sein, man muss Menschen von dort aussiedeln und die müssen eine Möglichkeit haben, woanders ein neues und spezielles Leben aufzubauen. Ja. Natürlich muss man gleichzeitig schauen, dass der Klimawandel eingebremst wird, weil wenn man das nicht tut, dann werden es immer mehr Menschen, die noch weg müssen von dort, wo sie derzeit sind. Ich glaube sogar, dass die Menschen dort nicht bewusst sind von der Situation und der Lage, in der sie sind. Meine Familie, meine Verwandten
Die kommen aus einer Stadt, aus einer kleinen Stadt in Ägypten. Die heißt Sifta und dort befindet sich der Sifta-Stauwehr. Und das ist eine Talsperre über den Damietta des Nils. Der Nil wird ja in westlichen und östlichen Teil eingeteilt und im östlichen Teil befindet sich der Rosetta-Arm und im westlichen Teil der Damietta-Arm. Und dort, genau da befindet sich ja das Nil-Delta. Und genau da sind die Menschen ja gefährdet. Und ich glaube, meine Familie, die wissen gar nichts davon, weil auch die Regierung und die Politik dort das alles vertuscht und verheimlicht. Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor. Stellt euch vor, der Bürgermeister von Wien muss vor die Wiener und Wienerinnen treten und sagen, es tut mir leid, aber im Laufe der nächsten 30, 40 Jahre solltet ihr alle euch eine andere Heimat suchen. Das ist nicht trivial. Ich glaube, die Probleme sind wirklich, wirklich sehr schwierig. Aber sie werden nicht leichter, wenn man sie aufschiebt. Und das ist, glaube ich, das Problem dabei. Und dann gibt es natürlich immer noch die Leute, die sagen, ja, wir werden schon noch was finden, sozusagen wir werden schon noch eine technologische Lösung finden, sodass es nicht so weit kommt. Aber ich glaube, dazu ist es einfach viel zu weit. Und ich glaube auch, die Vorstellung, dass man alles mit Dämmen lösen kann, ist eine Illusion, weil es ja riesige Wassermassen sind, die ins Meer fließen müssen. Und außerdem, je höher der Meeresspiegel steigt, desto mehr drängt das Wasser diese Flüsse wieder zurück. Und auch desto weiter kommt das Salzwasser ins Inland hinein. Das heißt, es ist eine Vielfalt von Problemen. Und ich glaube, wir brauchen unsere gesamte Kreativität und auch unsere gesamte Toleranz, um hier zu Lösungen zu kommen. Und deswegen ist ja auch das Klimaproblem und das Friedensproblem so eng miteinander verbunden. Also wir können das Klimaproblem nicht lösen, wenn Kriege herrschen, weil dann haben die Menschen eine andere, die haben dann die Sorge, wie überlebe ich. Aber umgekehrt, das Klimaproblem wird Kriege auslösen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das gemeinsam denken und dass wir uns wirklich um Frieden, aber auch um Klimaschutz bemühen. Greta Thunberg sagt, so zu tun, als wenn man das Problem löst, ist schlimmer als gar nichts zu tun. Wie sehen Sie die österreichische Politik in Relation zu dieser Aussage? Ist das Verleugnen des Klimawandels von Verzögerungstaktiken abgelöst worden? Wie kann man das Festhalten unserer Bundesregierung am Dieselprivileg werden? Oder die Rettung der Au oder die bestehenden Pläne für die Lobautunnel und die dritte Die dritte Piste. Für den Flughafen. Mhm. Ja. Das ist das, was ich meine, dass viele, glaube ich, noch nicht verstanden haben, was alles notwendig ist, um die Ziele, die sie immer wieder im Mund führen. Und ich glaube, dass sie auch an die glauben, aber dass sie nicht verstanden haben, was das bedeutet. Und alle Angst haben davor zu sagen, was es wirklich bedeutet. Also ich habe vorhin im Chat gesehen, irgendwer hat geschrieben, das schaffen wir nie. Wahrscheinlich war das zu dem Zeitpunkt, ich habe das nicht genau verfolgt, aber wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, alle 5 Jahre halbieren. Klingt doch völlig unmöglich. Aber die Frage ist, was steht auf dem Spiel? Wenn euer Freund, eure Freundin oder die kleine Schwester oder irgendwer im Fluss am Ertrinken ist, dann fängt sie auch nicht an zu berechnen, geht sich das noch aus, wenn ich hinschwimme und sie rette, sondern ihr springt hinein und versucht es. Und ich denke, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das jetzt versuchen. Und ich glaube, dass wenn man anfängt, sich zeigt, dass es immer leichter geht. Das sagen viele Leute, die aus verschiedensten Gründen sich irgendwas vorgenommen haben. Was weiß ich, kein Fleisch mehr essen oder sowas. Der Anfang ist schwer, aber danach geht es immer leichter. Sozusagen man entwöhnt sich und es geht dann leichter. Es hat eine Zeit lang eine irrsinnige Bewegung gegeben, die hat Geiz ist geil geheißen. Und da haben die Leute also versucht, einfach immer weniger auszugeben. Und das war am Anfang auch schwierig und danach ist es ihnen immer leichter gefallen. Ich sage jetzt nicht, dass das grundsätzlich eine gute Bewegung ist, aber ich glaube, es ist oft der Anfang schwer und danach geht es leichter. Das ist, weil man Gewohnheiten ändern muss und Gewohnheiten ändern ist halt schwierig. Und ich glaube, dass unsere Regierung das auch noch nicht, oder zumindest ein Teil unserer Regierung das noch nicht verstanden hat.
Nichtsdestotrotz steht es im Programm und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das immer wieder einzufordern. Und ich denke auch in Wien, weil im Wiener Koalitionsübereinkommen steht auch klimaneutral bis 2040. Das heißt, dass wenn man tatsächlich den Lobautunnel baut, wenn man die dritte Piste baut, wenn man die Stadtautobahn baut, dann muss man schauen, wo man woanders so dramatisch reduzieren kann. Und es muss einem klar sein, dass diese Strukturen ab 1940 spätestens völlig obsolet sind, dass sie nur für 20 Jahre gebaut werden, wenn überhaupt. Und ich bin zufällig im Wiener Klimarat und wir versuchen das den Politikern auch klarzumachen. Das ist nicht ganz leicht, weil sie einfach gewohnt sind, anders zu denken. Und dieses Andersdenken erzeugen, das ist schwierig. Aber es bleibt uns nichts anderes über, als das zu versuchen. Meine Empfehlung ist immer bei jeder Entscheidung wirklich zu überlegen, was tut das? Geht das in Richtung Klimawandel oder geht das weg davon? Und im Wiener Koalitionsübereinkommen steht drinnen, dass sie ein Klimabudget wollen. Das heißt, sie wollen mit dem Budget arbeiten. Und dann werden sie sofort sehen, was das bedeutet, wenn sie den Lobautunnel bauen. Dann werden sie sehen, dass das einen großen Teil ihres Budgets frisst und dass sie fürs andere viel weniger haben. Insofern bin ich schon auch hier positiv in der Entwicklung, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Wir müssen jetzt nur noch schauen, dass die Geschwindigkeit noch passt. Okay. Okay, das geht nicht. Okay, also eine Frage. Ich möchte gerne wissen, wie man es schafft, der Bevölkerung klarzumachen und es für sie akzeptabel zu machen, dass einzelne Menschen Einschränkungen erfahren müssen. Verzicht aufs Auto bzw. Teuerungen. Bei allem, was das Autofahren betrifft, höhere Flugpreise bzw. Kostenwahrheit im Transport und bei der Nahrungsmittelproduktion. Ja, wenn ich darauf... Das ist eine Frage aus dem Chat. Wenn ich darauf eine klare Antwort hätte, dann hätten wir das Problem vielleicht schon gelöst. Ich glaube, ein wichtiges, dass wir erkennen, dass es eigentlich nicht um Verzicht geht, sondern es geht wirklich um Gewohnheitsänderungen. Weil es ist ja im Grunde genommen, dass ein Auto haben, ist ja kein besonderer Wert. Nicht? Ein Auto nützen können, dann, wenn ich es wirklich brauche, das hat einen Wert. Und das würde zum Beispiel heißen, dass ich das Auto ja gar nicht mehr besitzen muss. Das heißt, ich brauche das Geld nicht ausgeben, um es zu kaufen. Ich brauche die Steuern nicht zahlen. Ich brauche mich nicht zum Kümmern drum, ob die Reifen gewechselt sind, ob das Pickel da ist, wenn es einen Kratzer bekommt oder eine Delle von irgendwo. Dann ist mir andere, der sich darum kümmert, dass es ausgebügelt wird, wenn ich das Auto nicht besitze, sondern mir nur ausborge. Und ich zahle halt dafür, dass ich mir es ausborge. Aber für die meisten von uns wäre das wesentlich billiger, als das Auto zu haben. Und natürlich, das ist ja auch ein Grund, warum die Elektromobilität, so wie sie jetzt irgendwie angepriesen wird, jeder soll ein Elektroauto haben, eigentlich in die falsche Richtung geht. Es geht nicht darum, dass jeder ein Elektroauto hat, sondern es geht darum, dass jeder die Möglichkeit hat, ein Elektroauto zu verwenden, wenn das die Erledigung nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit Öffentlichen erledigen kann. Und das klingt schon ganz anders, wie ich muss aufs Auto verzichten. Aber es ist natürlich eine Gewohnheitsänderung, dass ich nicht mehr sagen kann, mein Auto, sondern ich habe halt dann 100 Autos oder 1000 Autos in Wien, die mir alle zur Verfügung stehen, je nachdem, wo ich gerade bin. Aber es ist nicht mehr das eine, dass ich jeden Samstag poliere oder sonst was. Aber das tut ohnehin, die junge Generation tut das ja schon lange nicht mehr. Also ihr habt euch ja schon lange gelöst von diesem Statussymbol Auto. Das muss man jetzt nur noch den Älteren auch bewusst machen. Und ich glaube, es gibt viele Sachen. Wenn man zum Beispiel, bleiben wir beim Auto, wenn man in der Stadt viel mehr zu Fuß geht, mit dem Fahrrad fährt, öffentlichen Verkehr verwendet, dann ist plötzlich viel mehr Platz in der Stadt, weil die Autos verbrauchen unheimlich viel Platz. Dann kann man mehr Bäume, mehr Spielplätze, mehr Gegenden schaffen, wo man sich gern aufhält. Dann kann man Begegnungszonen eben machen. Dann wird die Luft sauberer, der Lärm geht zurück. Es wird gesünder, in der Stadt zu leben. Es ist außerdem gesünder, zu Fuß zu gehen und mit dem Rad zu fahren. Das heißt, die Menschen werden gesünder. Sie haben unmittelbar und direkt was davon, nicht nur über das Klima.
Und so geht es in vielen Bereichen. So geht es auch in der Ernährung. Wenn ich saisonal, regional, biologisch, fleischarm esse, dann tue ich was fürs Klima, ich tue gleichzeitig was für unseren Boden, ich tue gleichzeitig was für unsere Landwirte, ich tue etwas gegen Tierleid und ich tue was für meine Gesundheit. Und ich glaube, das zu verstehen und das zu vermitteln, das ist jetzt die große Aufgabe. Dass das, was als Verzicht zunächst ausschaut, in Wirklichkeit ein Gewinn ist. Welche Mittel stehen mir als Schüler oder Schülerin zur Verfügung, um mich politisch für einen starken Klimaschutz einzusetzen? Wie kann ich am wirkungsvollsten Klimaschutz mit meinen eigenen Handlungen betreiben? Was ist die nächste 5 Jahre wichtiger, mich politisch zu engagieren oder versuchen, meinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren? Mhm. Ich glaube, das ist ja kein Entweder-Oder. Ich kann mich ja politisch engagieren und trotzdem weniger Fleisch essen oder was immer, nicht, oder kürzer duschen. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich glaube, es ist beides notwendig. Und ich sage das auch immer den Firmen, dass sie eigentlich einen Spagat machen müssen. Sie müssen das, was sie in ihrem eigenen Betrieb machen können in Richtung auf Nachhaltigkeit, das müssen sie tun. Und gleichzeitig müssen sie sich dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft so werden, dass das leichter ist und dass man noch mehr tun kann. Und ich glaube, man muss beides tun. Und es ist ja auch so, dass, ich meine, es ist, wenn ich jetzt selber halb so lang dusche wie sonst, bringt das fürs Klima natürlich einen minimalen, völlig unspürbaren Beitrag. Aber es hat etwas damit zu tun, wie glaubwürdig ich bin. Kann ich dann von anderen etwas verlangen, dass sie Gewohnheiten ändern, wenn ich meine nicht geändert habe? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich muss auch, wenn ich mich politisch engagiere, muss ich auch schauen, dass ich selber im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas tue. Und was wir gesehen haben, ist, dass eben das politische Engagement sehr viel wirkt. Also wir wären sicher nicht dort, wo wir sind, weder auf der EU-Ebene noch auf der österreichischen Ebene, wenn es nicht das politische Engagement der jungen Leute gegeben hätte. Trotzdem, das, was ich immer wieder höre, wenn ich Vorträge halte, dann steht immer so irgendwer auf, meistens ein jemand mittleren oder älteren, höheren Alters, und sagt, ja, aber schauen Sie sich die an, die demonstrieren zwar auf der Straße, aber jeder hat ein Handy. Und ich sage dann immer, na logisch haben Sie ein Handy. Erstens brauchen Sie es, um sich zu organisieren. Und zweitens, ja, aber die schmeißen das ja gleich wieder weg. Das ist ja alle halben Jahr was Neues. Und da muss man dann sagen, dann muss man, wenn man wirklich argumentieren will, sagen, nein, so agieren die jungen Leute nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das, warum es so wichtig ist, dass man selber auch etwas tut. Und bei manchen Sachen kann ich das mit großer Überzeugung sagen. Zum Beispiel, wenn mir vorgeworfen wird, dass nach den Demonstrationen immer der Mist herumliegt, dann sage ich, nein, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr, weil ich gehe selber sehr oft mit. Ich gehe am Ende dieser Kolonne und ich sehe, wie dort die Leute den Mist aufglauben. Es ist nachher sauberer als vorher. Und das sind Gerüchte, die verbreitet werden, um eine Bewegung schlecht zu machen. Aber es gibt natürlich, sozusagen, es ist wichtig, dass man das mit Überzeugung sagen kann, weil es stimmt. Und das heißt, wenn man sich politisch engagiert, aber sich selber nicht nach den eigenen Vorschriften, ist jetzt falsch, aber nach den eigenen Forderungen lebt, dann wird es natürlich schwierig. Dann verliert man Glaubwürdigkeit. Kann ein Bremsen des Klimawandels mit Parteien geben, die wirtschaftliches Wachstum als oberstes Ziel haben? Kann mit der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ein 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel erreicht werden? Also ich bin überzeugt, nein, aber das ist unter Ökonomen umstritten. Und ich glaube, dass wir versuchen müssen, aus den eingefahrenen Diskussionspfaden herauszukommen. Also wenn man in eine Diskussion geht mit Vertretern von weiß ich, Neoliberalismus oder Marktwirtschaft und sagt, also ich bin gegen Wachstum, dann ist die Diskussion schon festgefahren. Ich glaube, dass man zum Beispiel, das macht Sigrid Stagel von der Wirtschaftsuniversität sehr gut und sehr gerne und glaube ich auch richtig, dass sie sagt, es geht eigentlich darum, dass wir allen Menschen ein gutes Leben sichern wollen unter Einhaltung der ökologischen Grenzen. Und wenn
ihr einen Weg findet, wie man das mit Wirtschaftswachstum machen kann, soll es mir recht sein. Aber Wirtschaftswachstum kann kein Selbstzweck sein. Das hat im Übrigen sogar schon der Bundeskanzler in einem Papier geschrieben, das in den Times Magazine veröffentlicht wurde, was ich für einen ungeheuren Fortschritt halte, dass Wirtschaftswachstum kein Selbstzweck ist. Vor nicht allzu langer Zeit, das sind jetzt 2 Jahre her, hat man noch versucht, das in die Verfassung zu schreiben, Wirtschaftswachstum. Also jetzt sogar der Bundeskanzler, der aus einer Wirtschaftspartei kommt und der bis jetzt in dieser Richtung eher auf der Seite Wirtschaftswachstum ist das Ziel gestanden ist, hat schon einmal geschrieben, dass das kein Selbstzweck ist. Also ich glaube, man muss versuchen, die Fragen so zu stellen, dass man auch zu Lösungen kommt, dass man weiterkommt, dass man dort sucht, wo man das Gemeinsame findet und dann ergibt sich die Veränderung, hoffe ich zumindest. Und ich glaube, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, und da gibt es kaum jemanden, der sagt, das wollen wir nicht erreichen. Es gibt Leute, die bezweifeln, dass wir es können, aber die Antwort ist eigentlich, na, fangen wir mal an. Und vieles davon ist ja einfach Reduktion von Vergeudung. Und daraus ergeben sich aber andere Veränderungen. Und ich glaube, dass deswegen finde ich Corona so gut, in dieser Hinsicht finde ich Corona gut, weil diese Ideologien und diese Dogmatismen einfach mal weg sind vom Tisch. Weil man nicht mehr sagt, der Markt muss das regeln. Der kann es offensichtlich nicht regeln, weil man der Regierung wieder Macht zugesteht. Und ich hoffe, sie verwendet sie dann auch in der richtigen Richtung. Okay. Gibt es Ihrer Meinung nach grünes Wachstum und können Sie den Begriff kurz erklären? Gibt es wissenschaftliche Belege dafür, dass grünes Wachstum möglich ist? Ja, grünes Wachstum wird leider sehr unterschiedlich verwendet. Das wird in ganz, ganz verschiedener Weise verwendet. Und sehr oft heißt es eigentlich nur Wachstum mit einem grünen Etikett. Also dass man halt ein bisschen klimafreundlicher agiert, indem man, ich weiß nicht, Wasser spart und Strom spart, also oder auf erneuerbar umsteigt. Aber sonst eigentlich sich nicht darum kümmert, ob das, was man produziert, auch tatsächlich nachhaltig ist, ob das auch langlebig ist, ob es reparierbar ist, ob es rezyklierbar ist. Das würde alles notwendig sein für eine grüne Wirtschaft oder ein grünes Wachstum. Ich glaube, dass es sehr wohl Bereiche gibt, wo Wachstum notwendig ist. Also ich denke, dass in vielen Ländern der Welt durchaus noch ein gewisses Wachstum notwendig ist. Es wäre nur wichtig, dass dieses Wachstum eben gleich in Richtung auf Kreislaufwirtschaft, in Richtung auf erneuerbare Energien, in vieler Hinsicht einfach anders ist, als das, was wir hinter uns haben. Als grünes Wachstum würde ich etwas bezeichnen, ja, also ich würde den Begriff einfach nicht verwenden, weil ich glaube, dass er zu irreführend ist und dass man zu vieles darunter auch, das ist so wie CO2-neutral. Nicht? Das ist inzwischen schon fast jeder Betrieb behauptet, er ist CO2-neutral, einfach nur, weil er sich freikauft. Und ich war beteiligt bei der Firma Hofer, wie sie CO2-neutral wurde. Und da haben wir, ich war damals im Beirat, und da haben wir wirklich verlangt, dass sie uns vorlegen, ihre Bemühungen, ihre Emissionen zu reduzieren. Erst wie wir gesehen haben, dass sie wirklich alles getan haben, was sie konnten an Emissionsreduktionen. Sie konnten nicht alle Gebäude neu bauen zum Beispiel. Nicht? Also da bleiben dann einfach Emissionen, die man nicht verhindern kann. Erst da haben wir gesagt, gut, und diesen Rest, den kann man jetzt mit klimafreundlichen Projekten kompensieren. Das heißt, dass man zum Beispiel Projekte unterstützt, wo CO2 im Boden gespeichert wird. Allerdings muss das dann auch überprüft sein, muss überwacht sein, muss auf Dauer halten und nicht eine kurzlebige Aktion sein. Das heißt aber, dass die Kosten dafür ziemlich hoch liegen, deutlich höher als das, was man am Markt so an Kompensationsangeboten bekommt. Und darauf ist aber die Firma eingestiegen. Das heißt, bei der habe ich ein gutes Gefühl, wenn Sie sagen, Sie sind CO2-neutral, weil ich auch weiß, dass Sie weiter daran arbeiten, das noch weiter zu reduzieren. Aber wenn mir jemand Gas verkaufen will und sagt, das ist CO2-neutral,
dann ist das einfach ein Unsinn, nicht? Weil Gas ist nicht CO2-neutral. Und ja, da kann ich Kompensationszahlungen machen, aber es ist vom Prinzip her falsch. Okay, Frage aus dem Chat. Was können wir Lehrer oder Lehrerinnen in der Schule dazu beitragen, dass sich die Schüler oder Schülerinnen von der Klimakrise betroffen fühlen und klimafreundlich handeln? Ja, ich glaube, das Thema anschneiden und auch selber recherchieren lassen, die Schüler und Schülerinnen selber recherchieren lassen. Ich glaube, ganz wesentlich ist mit gutem Beispiel vorangehen. Ich glaube, das ist einfach was ganz Entscheidendes, auch die Kollegen und Kolleginnen dazu bringen. Es ist, macht einfach einen Unterschied, ob der gesamte Lehrkörper oder zumindest der Großteil des Lehrkörpers sozusagen dieselbe Haltung, dieselbe Ziel hat oder ob das nur Einzelne sind. Und man kann sie natürlich auch zusammenschließen. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Programm, wo die Schulen ihren CO2-Fußabdruck oder ihre CO2-Bilanz anschauen können. Das können Schüler und Schülerinnen lernen, wie man das macht. Und die können das sozusagen von Klasse zu Klasse dann weitergeben, sodass man über die Zeit die CO2-Bilanz der Schule erfassen kann und wie sie sich entwickelt. Das betrifft natürlich Heizsysteme und Stromverbrauch, aber das betrifft auch, wie schaut es in der Kantine aus oder ganz wesentlich, wie kommen die Lehrer und Lehrerinnen, wie kommen die Schüler und Schülerinnen in die Schule. Und auch da kann man einiges dazu beitragen. Ich weiß nicht, wie es an den Schulen, die jetzt hier vertreten sind, ist, aber es gibt einfach sehr viele, die mit dem Auto gebracht werden und das auch in Wien, wo es wirklich nicht notwendig ist. Und da kann man schon auch Anreize setzen, dass es attraktiver wird, mit Öffentlichen zu fahren. Zum Beispiel, indem man Halteverbote, ja, ich weiß nicht, 500 Meter in jede Richtung von der Schule anbringt, sodass man einfach da nicht mehr stehen bleiben kann, um wen aussteigen zu lassen. Und wenn er dann 500 Meter gehen muss, und wahrscheinlich noch länger, weil dann der Stau dort hinten irgendwo ist, dann wird er sich vielleicht überlegen, dass die Bushaltestelle, die direkt vor der Schule ist, vielleicht doch besser ist. Also ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier Anreize zu schaffen. Und natürlich, die Verpflegung ist ein anderer wichtiger Teil, dass man auch die Möglichkeit schafft, in der Schule oder in der Nähe von der Schule klimafreundliches Essen zu kaufen, weil es ja eine Realität ist, dass sehr viele sich sozusagen ihr Essen nicht von zu Hause mitnehmen. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Und ja, nicht zuletzt auch, ich nenne das jetzt mal Staatsbürgerkunde, aber im Grunde genommen geht es darum, meine Rechte zu kennen. Was darf ich? Was ist innerhalb des Gesetzes? Was ist eine Übertretung, aber kein Verbrechen? Weil manchmal wird man vielleicht auch das eine oder andere machen müssen, was nicht ganz gesetzeskonform ist. Aber das muss man sich sehr genau überlegen. Und da muss man wissen, was man tut. Auch Extinction Rebellion ist ja den meisten Schülern hier wahrscheinlich ein Begriff. Auch dort wird sehr genau überlegt, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und nämlich nicht nur vom Gesetz, sondern auch von meinem Gewissen her und von in einer gewaltfreien Form. Nicht? Das ist ja die Grundlage von allen Handeln. Also Gewalt ist nie eine Lösung. Und ich habe vorhin von Frieden und Klima geredet, also das gilt auch im Kleinen. Gewaltfreiheit ist etwas ganz Wesentliches. Also, jetzt sind wir. Okay, also eine Frage. Warum haben wir noch keine CO2-Steuer in Österreich? Warum dürfen SUVs noch immer zugelassen werden? Und welche Parteien stehen noch da auf der Bremse? Ja, ich glaube, das kann man ziemlich genau sagen, welche Partei im Moment auf der Bremse steht. Und das ist eindeutig, sind die Türkisen, weil die CO2-Steuer oder die CO2-Bepreisung, wie immer sie dann ausgestaltet wird, ja durchaus eine Forderung der grünen Koalitionspartner war und sie sich auch, soweit ich das beurteilen kann, redlich darum bemühen, dass sie tatsächlich umgesetzt wird. Wir haben anlässlich der EU-Wahl im Mai letzten Jahres, hat es ja relativ gute Analysen gegeben, wie stimmen die einzelnen Parteivertreter in der EU ab. Und da war für mich schon überraschend, dass die Vertreter der ÖVP in der EU, ich rede jetzt vom alten Parlament,
dass die Vertreter der ÖVP in der EU nur in 11% aller Fälle für Klimaschutz gestimmt haben, in allen anderen Fällen dagegen. Und zwar nicht im Plenum, dort ist ja alles schon entschieden, sondern in den Arbeitsgruppen vorher. Während zum Beispiel die Neos und die FPÖ ungefähr in 25%, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, für Klimaschutz gestimmt haben und die SPÖ bei 80% und die Grünen irgendwo bei 90%. Das war für mich überraschend. Ich hätte diese Aufteilung innerhalb der österreichischen Parteien nicht erwartet. Nun sind die EU-Abgeordneten nicht die Partei, aber ich denke, sie spiegeln ganz gut wider, was sich in der Partei findet. Das heißt, es sind aber nicht nur die Parteien, es sind schon auch die Strukturen, die wir haben. Wir haben eine industriellen Vereinigung und eine Wirtschaftskammer. Wir haben einen Gewerkschaftsbund, wir haben eine Landwirtschaftskammer, eine Arbeiterkammer. Und alle diese Strukturen sind jetzt nicht gerade die Motoren für Klimaschutz, sondern eher das Gegenteil. Ich sehe am meisten Bewegung noch in der Arbeiterkammer und in der Gewerkschaft. Aber auch da nur bedingt, weil ich glaube, dass dort, also vor allem im gewerkschaftlichen Bereich, zum Teil es einfach an der Information bei den Betriebsräten und in der Wirtschaft fehlt. Aber ich sehe diese Strukturen nicht als Hilfe in unserem Kampf um Klimaschutz. Und das hat etwas, glaube ich, mit der Behäbigkeit und mit der damit zu tun, dass auch diese Strukturen schon ein bisschen den Kontakt zur Praxis, zu den Verhältnissen in der Realität verloren haben. Ich weiß, dass wenn ich mit Bauern rede, dass die haben eine ganz andere Vorstellung, was der Klimawandel ist, weil sie ihn tagtäglich am eigenen Leib erleben, als die Vertreter in der Kammer. Und ich denke, so ähnlich geht es im Wirtschaftsbereich. Es gibt ja auch jetzt, es hat vor wenigen Wochen, einer Woche oder sowas, hat es eine Pressekonferenz gegeben, zunächst von den Wissenschaftlern, die einen Appell gerichtet haben an alle Politik, aber auch an die Öffentlichkeit. Und unmittelbar nachher, Stunde nachher, hat es eine Pressekonferenz von Wirtschaftskammer und Industriellen Vereinigung gegeben. Und die haben gesagt, nur ja, nicht zu schnell mit den Emissionen runter, weil das verkraftet die Wirtschaft nicht so ungefähr. Und da frage ich mich schon. Es haben sich dann gleich anschließend wieder zu Wort gemeldet Vertreter von der Wirtschaft, die gesagt haben, nein, das ist nicht unsere Meinung. Wir brauchen die Planungssicherheit. Wir müssen klimafreundlich sein, sonst bleiben wir gegenüber den anderen in Europa zurück. Aber das ist eine Diskussion, die innerhalb dieser Organisationen noch nicht wirklich geführt wurde. Oder jedenfalls nicht mit einem Ergebnis, das befriedigend ist. Was entgegnet man Menschen, die sagen, sieh es doch ein, es ist schon zu spät, der Klimawandel lässt sich nicht mehr stoppen? Ja, das ist schwierig, weil ich als Wissenschaftlerin nicht sagen kann, es geht auf jeden Fall noch. Also ich kann diese Sicherheit nicht vermitteln. Andererseits, und das ist, glaube ich, das Positive, andererseits, wenn wir sagen, es ist schon zu spät und wir kommen schon in den Bereich, wo es immer wärmer wird, dann muss es ja eigentlich darum gehen, dass es so lang wie möglich noch erträglich bleibt auf dieser Erde. Dass sozusagen so viele Menschen wie möglich noch ihr Leben einigermaßen befriedigend zu Ende führen können. Und dann würde es im Grunde heißen, dass wir genau dasselbe machen müssen, wie das, was wir jetzt tun müssen, um das Klima zu stabilisieren. Das heißt, wir müssen dann genauso mit den Emissionen herunter, vielleicht sogar noch schneller. Wir müssen dann genauso anfangen, uns mit wieder selbst zu versorgen und nicht zu erwarten, dass irgendwelche Ersatzbestandteile aus Japan und aus Amerika kommen, sondern wir müssen schauen, dass wir regional wieder irgendwie auskommen. Das heißt, die Maßnahmen sind im Grunde genommen dieselben. Und insofern kann man sie ja dann einfach setzen. Und es hat vor kurzem Hans-Joachim Schellenhuber, vom ehemaligen Direktor vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, hat in einem Interview gesagt, er schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen können mit 5% ein und dass wir das 2-Grad-Ziel erreichen können mit 20%.
Das ist nicht viel. Das ist eine sozusagen eine sehr schlechte Aussicht. Aber, hat er gesagt, wenn ich mit meinem todkranken Kind ins Spital komme und der Arzt sagt mir, ich kann eine Operation machen, die mit 5% Wahrscheinlichkeit das Leben ihres Kindes rettet, es ist nur etwas teuer, dann werde ich sie machen lassen. Selbstverständlich. Es geht um so viel. Wir müssen das versuchen. Und nachdem keiner sagen kann, es ist zu spät, also das kann auch niemand mit Sicherheit behaupten, ist der Versuch auf jeden Fall das wert. Was entgegnet man Personen, die sagen, es gibt beim Klimawandel Gewinner und Verlierer? Ja, bei jedem Wechsel gibt es Gewinner und Verlierer. Nur sehr oft ist auch der zunächst einmal als Gewinner ausschaut, längerfristig vielleicht ein Verlierer und umgekehrt. Also ich glaube, wir können längerfristig gar nicht so recht sagen, wer Gewinner und Verlierer sind. Aber man kann natürlich sagen, weiß ich, man kann jetzt Wein anbauen in Regionen, wo man das vorher nicht konnte. Und wenn wir beim Wein bleiben, man wird in manchen Regionen Wein nicht mehr anbauen können, wo man das vorher früher konnte. Aber das Entscheidende ist, ob man flexibel genug ist, neue Chancen zu erkennen. Ob man aus dem, was nicht mehr geht, etwas ableitet, was schon geht. Und da gibt es, glaube ich, fast immer Lösungen. Man muss halt bereit sein, auch breiter zu denken, dass man eben nicht genau das weitermachen will, was man bisher gemacht hat. Nur ein Beispiel, das Mobilitätssystem mit den Verbrennermotoren, für die in Österreich ungefähr 300.000 Menschen arbeiten, die im Zulieferbereich arbeiten, die nach Deutschland dann irgendwelche Teile für die Autos schicken. Jetzt kann man natürlich, und das war auch vorhin eine Frage, Rettung der Aue und so, da geht es auch um Rettung dieser Arbeitsplätze. Natürlich brauchen diese 300.000 Menschen Arbeit, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist, macht es einen Sinn, ihnen jetzt ihre Betriebe, ihre Zulieferbetriebe als Zulieferbetriebe zu erhalten? Oder wäre es nicht sinnvoller, gleich eine Umschulung zu machen, eine Umorientierung der Betriebe zu machen in etwas, was zukunftsfähiger ist? Weil die Automobilindustrie in Deutschland, wer weiß, ob sie in 5 Jahren überhaupt noch gibt oder in 10 Jahren. Nicht? Also die haben ja viel zu spät angefangen umzustellen. Das heißt, die sind extrem wackelige Kandidaten. Das heißt, warum nicht gleich zukunftsorientiert denken? Und ich weiß nicht, das sind also sehr viele Techniker und technisch begabte Menschen, die dort arbeiten. Vielleicht kann man auf erneuerbare Energien etwas umstellen. Vielleicht kann man in unserem Infrastruktursystem etwas machen, wo sie Arbeit finden. Also natürlich muss man sich um sie kümmern. Natürlich muss man Arbeit finden für die Menschen. Aber es sollte eine sinnstiftende Arbeit sein. Eine Arbeit, die jetzt nicht nur, naja, jetzt machen wir halt noch einmal 5 Jahre weiter und dann sehen wir weiter, sondern die wirklich zukunftsfähig ist. Das ist im Übrigen der Grundgedanke der Green Deals. Also das ist der Grundgedanke, dass man das Soziale und das Ökologische verbindet. Dass man nicht sagt, ja, ihr habt halt Pech, dass ihr bis jetzt in der Ölwirtschaft gearbeitet habt und jetzt habt ihr halt keinen Job mehr, sondern dass man sagt, ja, aus der Ölwirtschaft müssen wir raus, aber wir haben anderes, was wir euch anbieten können. Und zwar sehr vieles, weil wir ja unheimlich viel verändern müssen. Und da sind überall Arbeitsplätze dahinter. Okay, und jetzt kommen wir auch zur letzten Frage. Wie wird sich das Leben unserer Generation verändern, wenn wir Klimaschutz betreiben und wenn wir nichts tun? Was war das Letzte und wenn wir? Wenn wir nichts tun. Wenn wir nichts tun. Ich fange mit Nichtstun an. Ja? Mit Nichtstun, dann wird es schlecht. Also das glaube ich, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ich habe die Abbildung übersprungen, aber wenn wir nichts tun, dann erlebt ihr in eurer Lebenszeit wahrscheinlich eine Temperaturerhöhung von 3,5 bis 4 Grad. Und das ist einfach sehr, sehr viel. Der Unterschied zwischen der kleinen Eiszeit und dem davorliegenden mittelalterlichen Optimum war 0,5 bis 0,8 Grad. Also 3,5 bis 4 Grad ist wirklich sehr viel. Da wird nichts mehr so funktionieren, wie es vorher funktioniert hat. Also der ganze Wintertourismus wird weggebrochen sein und. Also das ist nicht schön. Wenn wir, und dann, damit ist es dann nicht aus, nicht? Das geht dann weiter. Wenn wir Klimaschutz erreichen, dann wird sich sehr viel verändern. Es fängt damit an, dass wir statt den fossilen Brennstoffen Erneuerbare verwenden. Und zwar
können wir durchaus mit den Erneuerbaren auskommen, die wir in Österreich haben. Das heißt, das ganze Geld, das wir jetzt für fossile Brennstoffe ausgeben, das bleibt im Land. Das heißt, es geht uns, sagen wir mal, wirtschaftlich besser. Wir haben mehr Geld zur Verfügung. Mit diesem Geld können wir sehr viel machen. Wir können zum Beispiel die Infrastruktur, den öffentlichen Verkehr aufbauen. Wir können aber auch andere Sachen machen. Wir können zum Beispiel, und das ist etwas, was ihr möglicherweise noch erleben werdet, ich glaube, dass diese Diskussion jetzt relativ bald sehr intensiv einsetzen wird, gerade mit Corona. Ihr habt vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen und kostenlose also eure Grundbedürfnisse werden vielleicht kostenlos erfüllt. Das heißt, dass die Schule nichts kostet, jetzt schon nichts, aber dass die Schule nichts kostet, dass die Gesundheit, das Gesundheitssystem nichts kostet, dass der öffentliche Verkehr gratis ist, dass eine gewisse Menge an Wasser, an Strom, an Wärme einfach gratis zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht auch ein Dach über dem Kopf und dass darüber hinaus ein gewisses Geld, Taschengeld, was immer, ein Geld, mit dem man leben kann, zur Verfügung gestellt wird vom Staat, das jedem zusteht. Das würde die Bedingungen fürs Leben total verändern, weil man sozusagen keine Existenzängste mehr haben müsste. Und man könnte sich überlegen, was würde ich denn gern machen? Was kann ich gut? Was hilft der Gesellschaft? Wo möchte ich mich einbringen? Ich kann auch ich kann mir meinen Job sozusagen aussuchen nach dem, was mich interessiert und was mir wichtig erscheint. Ich bin auch bereit, Experimente zu machen, weil ich weiß, dass meine Grundbedürfnisse befriedigt werden. Ich weiß nicht, ob es so weit kommen wird, aber ich halte es für durchaus möglich, dass es in eurer Lebenszeit passiert, in der einen oder anderen Form. Da streiten die Wissenschaftler, welche Form die geeignetste ist, aber in irgendeiner Form wird das schon kommen. Und das ist nicht ein Almosen, weil wir dürfen nicht übersehen, dass die Wirtschaftsleistung, die Österreich erzielt, ja durchaus von den arbeitenden Menschen erzielt wird und auch von den Steuerzahlern finanziert wird zu einem großen Teil, weil die Steuerzahler meistens das Bildungssystem und die wissenschaftliche Ausbildung finanzieren und die Forschung, die dazu führt, dass die Wirtschaft sozusagen weiterkommt, die wird meistens staatlich finanziert. Das heißt, das ist der Staat, wir alle Steuerzahler tragen dazu bei, dass diese Entwicklung überhaupt möglich ist. Das heißt, es kann daher durchaus einiges zurückfließen, ohne dass das Almosen sind, sondern dass es einfach ein Grundrecht ist. Also ich glaube, da wird sich einiges ändern. Ich hoffe, dass sich auch im Bildungssystem einiges ändert. Ich glaube, dass einfach eine viel größere Offenheit und viel weniger also viel mehr in Richtung Projektunterricht und wo man lernt, sich Informationen zu beschaffen, diese zu verknüpfen und daraus Schlüsse zu ziehen, weil keiner von uns weiß, was sich alles in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Und das heißt, der Stoff, auch den wir an der Universität mitgeben, der ist möglicherweise schon 2 Jahre später veraltet. Das heißt, es geht wirklich darum, wie lerne ich lernen? Wie kann ich selber kritisch denken? Wie kann ich, Alternative Facts von wirklichen Facts unterscheiden? Wie kann ich entscheiden, was für mich Fake News sind und was real ist? Also das sind, glaube ich, die Sachen, die im Vordergrund stehen müssen, weil die Möglichkeit, an Informationen zu kommen, ist so groß, wie sie nie war. Aber natürlich auch die Möglichkeit, falsche Informationen zu schlucken, die einfach keine Basis haben. Also da, glaube ich, muss sich und wird sich einiges ändern. Über Mobilität, über Ernährung haben wir schon gesprochen. Mit der Ernährung geht ein völlig verändertes Landwirtschaftssystem einher, wo es nicht mehr darum, ich meine, wird grundsätzlich meines Erachtens nicht mehr darum gehen können, dass irgendwer seinen persönlichen Profit maximiert oder seinen Firmenprofit maximiert, sondern und dabei noch glaubt, dass das für alle das Beste ist, sondern dass es eben sehr wohl viel mehr um dieses innerhalb der ökologischen Grenzen bleiben gehen wird und sicherstellen, das, was früher in Familienbetrieben selbstverständlich war. Ein Familienbetrieb, da war vollkommen klar, der Sohn oder die Tochter wird übernehmen und dann der Enkel und so weiter. Und daher muss ich schauen, dass ich nicht die Grundlagen, mit denen ich arbeite, dass ich die nicht zerstöre. Und wir zerstören als Gesellschaft derzeit unsere Lebensgrundlagen.
Davon müssen wir wegkommen. Und wenn das verstanden wird, dann ändert sich, glaube ich, unheimlich viel, weil dann ein anderer Umgang mit der Natur, aber auch ein anderer Umgang mit Menschen einsetzen wird. Und ich kann mir die Zukunft wirklich sehr, sehr positiv vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das in eine sehr positive Richtung geht. Und das ist nicht Utopie. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich erreichbar ist. Nur müssen wir darum kämpfen. Es ist nicht etwas, was von selber passiert. Man muss bei jedem Schritt schauen, führt das in eine Richtung, die ich haben will, oder führt es woanders hin? Vielleicht als Beispiel noch zum Abschluss die Digitalisierung. Digitalisierung kann unheimlich viel Positives leisten, weil sie Effizienz erhöhen kann. Alles Mögliche kann sie machen. Aber sie kann auch total in die falsche Richtung gehen. Sie kann sowohl sozial und demokratiepolitisch in die falsche Richtung gehen, als auch ökologisch. Sie braucht nämlich unheimlich viel Ressourcen. Und wenn ich diese Ressourcen nicht einsetze für eine bessere Zukunft, dann entwickelt sich heute eine schlechtere Zukunft. Also das heißt, wir stehen ununterbrochen und immer wieder an dieser Entscheidung. Und ich glaube, das Schöne ist, dass es eben auch den positiven Weg gibt. Und die Herausforderung ist, dass der auch begangen wird. Und ich glaube, da müssen alle zusammenwirken, dass der positive Weg begangen wird und wir uns nicht gleiten lassen, drängen lassen oder einfach durch Bequemlichkeit, durch Nichtstun einfach abgleiten in einen Weg, den dann letzten Endes niemand wollen kann. Also in diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns aufzuklären und zu informieren. Vielen Dank, Frau Dr. Heger vom Volk. Danke euch für euer Interesse und ich wünsche viel Erfolg bei diversen Klimaschutzprojekten, den Klimaclubs. Ich freue mich sehr, dass es euch gibt. Dankeschön. Wiederschauen. Und wir würden uns auch sehr wünschen, wenn mehr Leute zu unserem Klimaclub dazukommen könnten. Und mehrere Aktionen und Aktivitäten zu planen und umzusetzen. Das war es auch von uns. Tschüss, Leute. Tschüss. Danke, dass ihr alle hier seid. Tschüss. Tschüss, Jenny. Tschüss, Claudia. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Herr Professor. Tschüss, tschüss, Herr Professor. Tschüss. John. Danke an die 6C, die da ist. Danke an die 6A auch. Und an die Professor. Wiedersehen.